Leute, ihr wisst nicht, was heute passiert ist. Haare gewaschen mit Shampoo. Junge, hä, schon Film wieder? Schon? Das ist das, ach, das, ein Film schon? Lass das den Anfang mitnehmen. Ist schon alles, ja, auf Rekord. Ja, ja, ja. Warte, lass mich kurz mein Intro machen. Ohne Intro gibt's Pech. Ja. Nee, ich kann den Tanz gar nicht. More energy, more passion. Go, go. Das ist 7 Sekunden, sonst Copyright. Das ist doch kein Song, richtiger. Wieso ist, als ob? Ich weiß auch nicht. Ist safe jetzt schon irgendwo auf Spotify. Sind Sie das cool oder nicht? Ist schon. Warum? Was war das Intro? Du sagst auch nicht. Nur das. Hallo, du darfst ja, aber du musst doch noch auf 60 Folgen hast du keinen Kopf mehr, dir jedes Mal einen Sound auszudenken, ey. Du hast gerade. Ja, aber deswegen finde ich Theos Intro interessanter. Ja. Mach mal. Also, ist schon. Nee, das war das. Ich hab, ey Leute, ihr werdet es nicht glauben, so. Ich hab die Haare gewaschen. Shampoo und hä, Spülung, aber jetzt beides. Schon wieder, Theo. Letzte Woche auch schon. Hä, nein, du hast jetzt dann schon 3 Tage hintereinander. Nicht hintereinander, gestern hatte ich Pause. Seit also. Splash dann jetzt wieder erste Mal? Ja. Der hat richtig lange kein Shampoo benutzt. Ja, das, warum? Aber sieht's anders heute aus? Nee. Ja, du siehst halt sauberer aus. Clean. Ach, clean. Nein, doch, das weil man sieht immer so, wenn man genau hinguckt, vor allem wenn man nah zu dir steht, die armen Mädchen haben mir dann immer auch leid getan, die du kennengelernt hattest. Man sieht halt ein bisschen, dass es fettig ist. Nein, es könnte aber auch Gel sein. Nein, aber man sieht den Unterschied. Ich wasche jetzt wieder Haare. Gut. Ja. Das ist jetzt, ich wasche wieder Haare. Hat eine Phase im Sommer. Aber mit gutem Shampoo. Bei dieser App kannst du ja checken, wo problematische Inhaltsstoffe drin sind. Du sagst mit was für eine App? Was für eine App? Du sagst einfach mit der App. Ich erinnere mich leider nicht an den Namen. Cool, danke für die Empfehlung. Dann einmal super cool. Falls ihr das gerade hört, schickt mir mal bei DM eine App, wo man Shampoo checken kann. Was? Nein, generell alle Artikel. Sowohl Nahrungsmittel als auch Hygieneartikel und was auch immer kannst du überprüfen. Dann kriegst du so eine Liste. Ob die zu mir passen. Und nein, eine Wertung. Du kriegst sogar eine Wertung, wie gesundheitlich problematisch diese Nahrungsmittel oder Hygieneartikel sind. Das heißt das auch, du sagst mir, ich hätte das auch so bei 17 in 1 Shampoos und so. Ja. Haare, Gesicht, Nägel. Glaubt ihr an Sonnencreme? Glaubt ihr an Sonnencreme? Aus dem Auto. An Sonnencreme? Ich glaube, das Sonnencreme. Was glaubt man denn daran nicht? Nein, ist schon, es gibt aber auf jeden Fall Sonnencreme, die schon problematisch ist. Vor allem die so chemisch basiert sind. Allen, habt ihr mal die Inhaltsstoffe gelesen? Leute, Kannst du mal bitte erläutern, was du damit meinst? Disclaimer, Verschwörungstheorie. Nee. Und, nein, das nehmen wir raus. Wir nehmen das als harten Fakt mit. Naja, guck mal da hinten die Packungsbeilage, was da hinten draufsteht, was da an Chemikalien sind. Da hier ein bisschen Vitamin D ist so gut für dich, oder? Ja, ein bisschen schon, aber wenn du so wie früher du hatten die Leute auch keinen extra Hautkrebs. Braun werden willst, dann ist das nicht so toll. Also ich fühle mich nicht so geil mit einem fetten Sonnenbrand danach. Also das hilft schon, würde ich dafür sagen. Dafür hattest du ganz viele Sonnenbrände dieses Jahr. Ja, weil ich halt nicht richtig eingecremt habe. Ja, und ihr werdet auch viel schneller Hautkrebs aber du kannst bekommen. Ja auch einfach ein bisschen weniger in die Sonne einfach. Kannst ja aufpassen. Ja, aber schwierig, wenn wir mal im Urlaub waren. Ich meine, hast du Tobi gesehen? Boah. Nein, der ist in eine Pflanze reingelaufen. Das war schon, dass das besser ist. Tobi, einmal reinschneiden, wenn du Lust hast. Also meine Freundin ist ja auch Medizinerin, die sagt auch, so diese Sonnenmilch praktisch, die auch so ein bisschen zinkbasiert ist, die ist voll vernünftig. Wisst ihr, was das mit den Ozeanen macht, ne? Wenn da die ganzen Leute mit ihrer Sonnencreme reingehen. Echt? Mhm. Nichts Gutes. Ja. Sind wir jetzt ein Klimapodcast geworden? Wir können gerne, lass doch aber mal wo ist denn die Verschwörungstheorie? Mit unserem Knowledge. 1,5 Grad. Wo ist die Verschwörungstheorie? Ja, stimmt. Was hast du denn gehört? Ach so, dass das irgendwie, ja, die, keine Ahnung, Sonnencreme-Industrie will uns irgendwie abhängig machen. Abhängig? Krebs machen, damit wir früher sterben, weiß ich noch nicht. Ich überlege noch ein bisschen. Die Theorie kommt eigentlich von dir. Ja, ja. Du bist noch dran. Nee, ich hab, nein. Eduard und ich schicken uns generell sehr grenzwertigen Humor auf TikTok, aber auch mancher Verschwörungstheorien. Aber krass. Ich hab dir doch die beiden geschickt. Wieso grenzwertigen Humor? Meiner ist nicht grenzwertig. Meiner auch nicht. Aber krass. All meine Brandpartner, ich habe nicht mal ansatzweise grenzwertigen Humor. Ich auch nicht. Grauzone. Aber heftig, dass du das sagst. Ich habe sogar eine Frage, die ich euch aufgeschrieben habe, war, an welche Verschwörungstheorie hast du für die längste Zeit geglaubt? Boah, Alter, da bist du an der falschen Adresse bei mir und da Theo, bist du an der richtigen Adresse. Zwei Stunden hier. Haben wir haben auch schon mal da in dieser einen Folge übel viel da über Weltraum und so. Ja, über Pyramiden und so haben wir geredet. Aber welche? Nein, auch über, ob die Mondlandung gefaked wurde. Stimmt. Und was du sagst, hast du geglaubt? Ich glaube da immer noch dran, dass das nicht war. dass die Mondlandung nicht war. Tendenziell finde ich das auch eher fragwürdig. Aber habt ihr mitbekommen, auch random, dass irgendwie aus dem Nichts kriege ich so eine Mitteilung, also ein TikTok-Video, wo darüber berichtet wurde, dass Indien, also irgendwie, ich weiß nicht, wie man das genau nennt. Zum Beispiel in Amerika ist ja NASA, bei uns in Europa ist ja ESA. Und das Space-Programm in Indien, die haben einfach eine Mondsonde. Lass die benennen. Wie heißen die? Wie heißen Inder die auf ESA? ESA. ESA. Wie heißt die NASA? Space Program. Von Indien. Indian Space Program. ja, okay. I'm working for ISP. Ja, ISP hat es geschafft, einfach eine Mondsonde oder sowas, eine Raumsonde halt auf dem Mond landen. Mondsonde auf dem Mond.
Auf dem Raum. Eine Mondsonde auf dem Raum. Waren da nicht Menschen drin, aber ich dachte das. Nee. Einfach nur halt so ein Roboter zum Proben nehmen, ja. Einfach nur ein Roboter. Die haben es einfach random geschafft. Ich wusste nicht, dass und wir schicken denen immer noch Entwicklungshilfe. Also Deutschland schickt denen Entwicklungshilfe. Wirklich? Ja. Also wir schaffen das nicht, aber Indien schon? Ja, anscheinend. Meint ihr, das ist so für so ein Land ein richtiger Vorteil, wenn sie so eine Mondbasis haben oder ist eher Abfall? Ist einfach egal. Bro, du hast da so viele Materialien, zum Beispiel mit Helium-3, was eventuell die Grundlage wäre für Kernfusion, wenn die Technologie irgendwann ausgereift ist. Das erste Land, das schafft, eine ordentliche Station auf dem Mond zu bauen, hat gefickt. Warum? Hat gefickt oder? Warum? Also, wird rasieren. Achso. Wegen Rohstoffen? Ja, genau, wegen der Rohstoffe. Das ist doch nur Mondgestein oder so. Nee, du kannst in dem Mondstein du richtig leicht. Mondsand und sowas. Da gibt es übel viel Helium. Komplett weiß, da ist ja nicht irgendwie so eine. Oder ist da auch Gold oder sowas? Gibt es da Clubs? Kann sein, dass da so Gold ist. Sobald da Öl gefunden wird, ist USA sofort. Ich weiß so gar nicht, wie krass das ist, ne? Ja, ich war da, Jungs, ich hab's gesehen. Er war da letztens. Hey, nein, da gibt es übel für Helium-3. Ich weiß nicht, was Helium-3 ist. Was machen wir damit? Was ist Helium-3? Du kannst es als Grundlage benutzen für Kernfusion. Wir haben ja bei Atomkraftwerken Kernspaltung. Wir haben ja Kernspaltung und das ist ja nicht so effizient und dabei entsteht ja sehr viel Waste, also Nuclear Waste und so. Aber ganz viele Länder, China, Amerika, auch Deutschland sogar, arbeiten ja gerade an Kernfusion. Was ist denn Fusion? Wo zwei Kerne dann praktisch miteinander fusioniert werden. Also ist besser als Atomkraft? Anstatt, dass es gespaltet wird. Hä? Ist besser als Atomkraft, aber... Viel besser, weil du könntest auch einfach nur Wasser, einfach normales Meerwasser könntest du benutzen, um praktisch, also alle reden darüber, dass es praktisch Holy Grail, also der heilige Gral von Naturwissenschaften ist, weil Energieprobleme werden für immer damit gelöst. Dann lass selber eine Mondsonde bauen eine Runde. Und lass auf den Mond. Ich würde so gerne auch Wissenschaftler oder so oder irgendwas Sinnvolles machen. Ja, Joe Rogan hat letztens auch so erwähnt, wie komisch Menschen dann eigentlich sind, dass wir Schauspieler feiern. Und dann dachte ich auch so an uns Creator und so, dass wir, obwohl uns keiner richtig kennt, wird unsere Persönlichkeit dann so vergöttert. Und bei uns macht das ja sogar noch mehr Sinn als bei Schauspielern, die man ja gar nicht kennt, die ja nur eine Fake-Rolle spielen. Aber dann Wissenschaftler, die ja wirklich die Menschheit vorantreiben, also meinte Joe Rogan, ist halt übel weird, dass man den Namen von denen er praktisch kaum kennt. Schade, weil wenn man Fame werden könnte als Wissenschaftler, wären wir bestimmt auch alle Wissenschaftler. Ja. Du auf jeden Fall. Jo Leute, ich weiß jetzt, wie ich das schwarze Loch machen kann. Aber in Part 2 macht das Plus jetzt weg. In Part 2 probieren wir das Ganze aus. Jo Leute, ich bin auf dem Mond. Livestream geht gleich online. 10 Subgifts und ich mach meinen Helm raus. Du hast deinen Fuß angefasst gerade. Was ist das denn? Ey, hör auf damit. Die Regierung fandet irgendwie ein besonderes Vorhaben von dir und nur so, danke Deutschland für die Donau. 100k von Deutschland, easy. So eine Deutschlandflagge so 10 Tage lang da schwenken. Kuss Digi Deutschland, danke für die Donau. Das ist so gut. Das ist echt gut. Sag noch mehr, damit es auch witziger wird. Ja, sag noch mehr. Ich überlege, wie es bei Theo aussehen würde. Der Laserschwert, wie das so ist. Oh, erst so einkriegen. Man muss ja sagen, so ein Laserschwert-Video auf dem Mond wird natürlich asozial ziehen. Also, das wäre ja krank. Slow Motion. Geh nicht viral. Meinst du, du also, flieg extra hin. Prost, Jungs. Meinst du, ich hoffe, dass wir Wissenschaftler werden. Prost, Prost. Ich habe ja hier mein Wasser dabei. Ich darf ja nicht mehr trinken bis zum Boxkampf. Bist du eigentlich schon nervös oder bist du eher excited? Ey, ich dachte mir, ich bin nicht nervös. Und jetzt jedes Mal, wenn ich... Was? Hab nochmal gelacht über die Mondsache. Sorry, bisschen in der Nase rauf gerade. Sorry. Erzähl weiter. Jedes Mal, wenn ich dran denke, kriege ich das Herzrasen. Ja, safe. Weil ich kenne das ja auch bei mir, immer wenn ich mir auch generell so an alte Sparrings oder sowas gedacht habe schon oder mir so richtig bildlich einen Kampf vorstelle, kriege ich auch Herzrasen. Deswegen, ich kann mir schon vorstellen, dass du richtig nervös bist. Weil ich stelle mir die ganze Zeit vor, guck mal, ich laufe jetzt in den Ring und dann denke ich mir so, okay, ich gucke jetzt ein bisschen rum. Ich sehe halt, ich weiß jetzt, wer in meiner Ecke da sitzt und so. Ja, ich werde schon nervös, Alter. Und ich kriege richtig, richtig, richtig Herzklopfen. Safe. Und ich denke mir so, ich denke drüber nach, damit ich mich darauf vorbereite, damit ich, wenn ich in einer Situation bin, ruhig bin. Und das Ganze macht es nur schlimmer gerade. Ja, ja. Wer sitzt denn so in deiner Ecke drin? Also ich habe jetzt, bis jetzt kommt mein Mann und meine Mom und mein Dad kommen. In deiner Ecke? Ja. Also das ist sozusagen, ich habe 10 Tickets für Golden Circle. Das ist erste, zweite, dritte Reihe so. Die sind
direkt am Ring. Deshalb, das hast du, Theo, Mats kommt auch, Adi kommt, Paul. Geil. Meine Schwester vielleicht, mein Papa, sonst weiß ich nicht ganz genau, das sind so ungefähr die Leute. Und wie einfach ist es, in deinen engsten Circle zu kommen? Ja, den kommen natürlich auch. Und wir haben uns überlegt, ich darf auch mit 4 Leuten einlaufen. Das sind meine 2 Coaches. Und ihr wollt ja immer noch, er will immer noch mit einem Lichtschwert einlaufen. Und du mit Türkei-Flagge, hast du gesagt. Hab ich das besoffen gesagt wahrscheinlich. Ja. Nee, du machst den. Ich mach den. Ich weiß aber, es könnte lustig sein, aber das würde ja schon einiges an Aufmerksamkeit von dir wegnehmen, oder? Ja. Also oder ich meine so, dass es dich oder wir wären das größte Meme des Abends, was ja auch irgendwie cool ist. Nicht schlecht. Lass uns noch was Krasseres ausdenken. Ja. Aber ich, du machst Laserschwert, ich Türkei-Flagge. Wir müssen uns immer noch überlegen, welchen Song auch. Ja, ich mach doch weiter, Türkei-Flagge. Du bist doch übel der One-Piece-Fan. Ja. Mach doch von irgendeinem Willen praktisch so die Theme. Ja, so ein Willen. So wie Vinny Hacker dann bei seinem Boxkampf da von Pain, von Naruto, die Musik genommen hat. Oder, das war übel, oder Darth Vader oder oder so. Oder du bist so krass und fragst einen Rapper oder so wie Monet oder so, dass er das live macht. Irgendwie so. Monet hat ja so Champions Club so. Du findest mich im Champions Club. Boah, das wär, kannst du hören, das wie wild. Champagne das Champagne das wäre krass. Boah, dann würde ich aber auch ein Laser-Trash. Wieso? Motiviert dich so eine Musik? Champions Club ist schon ein guter Song zum Musik. Vielleicht Kontra K oder so. Kontra K vielleicht. Okay. Wäre cool. Ja, ich bin nicht, per Du, weißt du? Ach nee, so. Kann ich fragen, mit Kontra K leider per auch nicht. Per Du. Ja, das sagt sowas. Boah, das ist ein Sakari, weißt du? 20 Jahre her, dass ich das Wort benutze. Ich glaube, auch. Also den Song wolltest du nehmen? Ich wollte schon einen heftigen Hip-Hop-Banger nehmen, der so klatscht. Ich habe dann überlegt, ob ich auch so jetzt einfach so Brutalismus 3000 nehme. Weil ich finde sowas eigentlich lustig, ehrlich gesagt. Das wäre geil. Funny Songs auch ein bisschen. Pippi Langstrumpf. Ja, aber es muss schon irgendwie... Nee, aber ich finde so Britney richtig... Spears vielleicht. So Techno ist schon passt irgendwie dafür, dass er jetzt in Berlin wohnt. Techno. Ja, aber soll der Song mich jetzt motivieren oder soll der einfach cool aussehen? Weil das sind zwei verschiedene... Soll auch böse machen. Das geht nicht kann ja beides sein. Hast du nicht sowas bei One Piece, dass irgendein bestimmtes Theme dich übel motiviert? Oder dich da hineinversetzen lässt? Wenn du so einen richtig krass heavy Song machst und dann auf die Schnauze bekommst, ist viel peinlicher, ja, ist auch echt peinlich, als wenn stimmt. du so einen lustigen Song hast und dann aufs Maul bekommst. Ja, weil dann hätte ich von Anfang an sagen, ich hab's so, nicht ernst genommen. Ich glaube aber nicht, dass Juli da aufs Maul bekommt. Nein, glaube ich auch nicht. Also ein paar Schläge halt, aber ich glaube, Juli wird das schon reißen. Andererseits habe ich gestern ein Video von, es gibt ja keine Oberkörper-Freibilder von Varion, ne? Irgendwie? Ja, ja. Finde ich nicht. Der hat so ein Workout gemacht mit Kai Pflaume. Wo hast du das gesehen? Auf YouTube, Workout mit Kai Pflaume. Oh, der hat schon Arme auch. Ja, der hat, das hat Max auch gesagt. Also, also kleiner als du, glaub, aber trotzdem, der hat schon Kanonen. Aber das ist egal, wenn du in derselben Gewichtsklasse bist, dann spielt nur die Technik dann wirklich der wiegt Rolle. 20 Kilo mehr als Julie gerade. Noch. Das ist egal. Ja? Ja. Beide wären theoretisch Schwergewicht. Sag ihm doch mal ein paar Tipps super, irgendwie. Super Schwergewicht. Aber wie groß ist Varion? 1,93. Du bist? 1,87. Oh. Ja, wenn er deutlich längere Arme hat, hätte er schon einen Vorteil, aber theoretisch... Ja. Hat Mike Tyson auch nie aufgehalten. Ja, ja stimmt. Digga, hau mal einfach auf die Fresse. Ein Punch muss sitzen, dann ist vorbei. Genau. So ist das. So. Sonst rennen wir drauf, so mittendrin. Ja. Und wenn wir verlieren, dann gehen wir auf deren Team los. Okay, wir springen über den Ring wie Khabib. Aber immer im Mehrzahl. Immer 2 auf 1, dann den nächsten. Ey, apropos, das mit Khabib. Ja. Ich habe das damals nicht gecheckt, aber weißt du, wen er damals, wo er aus dem Octagon gesprungen ist, wen er damals verfolgt hat? Dylan Dennis. Ich dachte, den Mittrainer doch. Von Conor, oder? Dylan Dennis. Der hat Dylan Dennis dann angegriffen, weil der ihn aus den Sitzen praktisch provoziert hat. Und das ist ja derselbe, der jetzt gegen Logan Paul kämpft. Lava. Das ist der die ganze Zeit seine Fiance, also seine Verlobte da. So scheiße. Das ist aber, guck mal, das ist so weird. Ist es gegen Logan oder gegen Jake? Logan. Guck mal, dieser Typ postet die ganze Zeit. Logan ist jetzt verlobt mit einer Frau. Ja. Diese Frau hatte anscheinend über 50 Ex-Freunde öffentlich mit den Bildern gepostet und mit denen rumgemacht. Und unter anderem Leonardo DiCaprio. Ja, der Gegner und auch Elon Musk einfach. Und der Gegner postet jetzt einfach nur Bilder davon, wie sie mit Elon Musk rummacht, also seine Verlobte. 100 Bilder von ihr, wie die mit anderen rummacht und er wird richtig sauer. Und er sagte, das ist komplett respektlos, obwohl sie die Bilder selber gepostet hat. Ja, ja, safe, ja, finde ja. ich auch. Ja. Und noch dazu kann ich verstehen, irgendwie... dass Dylan dachte, der könnte damit irgendwie was auslösen, weil Logan hat irgendwann mal in einem Podcast gesagt, dass seine Verlobte, ich weiß auch gar nicht, was da der Kontext war, aber seine Verlobte hat einen Bodycount von 5 oder so. Und ich meine, ob sie jetzt mehr hat oder weniger, who cares dann, aber anscheinend wollte Dylan halt zeigen, so nee, Bro, meine Verlobte ist ein bisschen unterwegs. Es gibt sogar ein Video von ihr, wo sie sagt, sie möchte ja so einen hohen Bodycount, wie es nur geht.
Ja, hab ich erst letztens gesehen. Auch wo sie darüber einfach, und sie postet das einfach auf Twitter, ja, wo sie darüber redet, dass sie unbedingt mal wieder, weil sie ist schon ein paar Wochen her ist, unbedingt mal wieder einen Dick in ihr drin haben will. Und ich denke mir so, Alter. Scheiße. Ich meine, tendenziell überhaupt nicht verwerflich, ne? Nein, aber dass man deswegen so sauer wird, ist halt komisch, weil sie hat es doch selber gepostet. Das genau, ist dann ja komisch. Ist ja nicht versteckt. Ja, stimmt schon auch irgendwie. Aber irgendwie ist auch eine komische Marketing, also irgendwie auch eine gemeine Strategie von ihm. Irgendwie so die über die Frau safe, irgendwie so. Aber was machst du noch für Kinder? Alles, da wird alles beleidigt. Für Dylan rentiert sich das gerade extrem. Ja, klar, aber eigentlich, naja, ist auch egal. Aber ich glaube, bei keinem Boxkampf bei uns wird das so persönlich sein. Nee. Und ist einfach so respektvoll, weil da wird auch keiner sowas sagen. Ja. Aber was wäre denn in Deutschland so ein respektloser Boxkampf? Oder was würdest du dir vorstellen können, was das Fieseste ist, was du benutzt, um praktisch deinen Gegner ein bisschen zu fronten? Boah, keine Ahnung. Wahrscheinlich, da musst du schon echt richtig Research betreiben und so ein bisschen... Aber was würdest du dir zutrauen? Nein, ich traue mir nicht, ich mach sowas nicht. Ich bin respektvoll. Aber was, glaube ich, richtig krass wäre, wenn du zum Beispiel was Persönliches von jemandem rausfindest und du sagst das der Person 3 Minuten, bevor der Kampf losgeht. Weißt du, du bist so davor, gibst so Hände und dann sagst du so, also zum Beispiel, ey Eduard, ich weiß, dass du adoptiert bist. So, und dann dein Kopf ist ganz woanders, weißt du? Aber da auch ist sauer so, vielleicht. Kann auch sein, dass du dann richtig Feuer entfachst eigentlich. Mm. Ja, kann auch sein. Ja, lieber nicht machen, einfach clean bleiben. Ja, aber das ist schon echt, ich frage mich, ob das darin liegt, weil, dass der deutschsprachige Raum einfach so viel kleiner ist und man sich sehr viel eher über den Weg dann auch wieder läuft. Aber so richtiges Drama passiert bei uns eigentlich gar nicht. Nee, kann auch gar kein Drama, ehrlich gesagt. Die Einzigen, die sowas machen, sind halt so Reality-TV-Stars. Ja, und diese TikToker-Kinder und so. Livestream-Dingens. Ja. Livestream. Stimmt. Battle-Livestream. Aber wer guckt die Kämpfe an? Wahrscheinlich viele. Ja, wahrscheinlich deswegen auch, weil es sich einfach nicht rentiert. Ja. Halt, es würde sich wahrscheinlich in den Ticketverkäufen finanziell einfach gar nicht lohnen, deinen Ruf selber halt auch so zu gefährden, indem du ja so beleidigend wirst. Gegen wen würdest du boxen? Gegen wen würde jeder von euch? Gegen jeden von, also jeden einfach. Nein, so wen würdest du auswählen? Wenn ich einen auswählen müsste? Ja. Ich weiß wen, haben wir früher schon immer gesagt. Echt? Weiß ich gar nicht mehr. Fäng mit J an. Für Jenks haben wir mit J an. Jenk haben wir ein perfektes Duell. Hä, wen habe ich denn gesagt? Ich meine mal Jakob Rott sollst du mal machen. Ach so. Ah, true. So. Jakob Rott wäre, glaube ich, gut. Neutral. Wie neutral? Da. Also, den würde ich mir nicht aussuchen unbedingt. Aber er und ich wiegen, glaube ich, ungefähr gleich viel und er ist plus minus 1 Zentimeter genauso groß wie ich. Wäre ein interessantes Duell. Fände ich auch cool. Weißt du, gegen wen Cenk kämpfen müsste? Achso, ich dachte ich. Nee, Cenk müsste gegen Tilo. Ja, das wäre so geil. Das wäre so geil. Du gegen Tilo wäre so lustig, Bro. Irgendwie so Django nicht überzeugt aus. Nee? Ja, mein Bruder sagt das auch immer. Ich finde ja. Boxkämpfe sowieso geil. Aber wofür soll ich das machen? Nee, weil es einfach ein anderes Duell wäre. Einfach, just nee, einfach nur so for fun, halt, for wen fun. Du auswählen würdest. Ja, klar. Theo. Ja, ich würde auch gegen dich. Übel funny. Ja, ich glaube auch, das wäre der peinlichste Kampf ever. Das ist so cool. Wenn so voneinander wegrennen und dann der eine Bombe oder wir wegrennen. Keine Deckung, nix. Ich würde dieses Geländer drauf klettern und auf dich drauf springen. Wrestling. Gar nicht boxen eigentlich. Wir spielen da so Uno auf einmal, ob was passiert. Sing Shang Chong auf dem Boxkampf. Das wäre schon. Ich würde gegen Jan Böhmermann kämpfen wollen. Warum? Wie kommst du auf den? Ansage. Ja, mich nervt. Ja, Böhmermann, wenn du das hörst. Mich nervt ein bisschen, dass er Influencer alle über den Kamm schert. Meinst du, weil er gerade mich gedisst hat und darum bist du jetzt so ein was bisschen... Was macht er denn? Was hat er gesagt? Ich bin nur protective. Guck mal her, du hast eine Wimper. 2 auf 1. Ah! Alter. Ja, nicht, dass es hier endet wie zwischen Theo und Django letztens, dass sie sich küssen. Oh. Ihr pust mal weg. Rock kommt noch online dafür. Hast du das in Vlog? Doch, stimmt. Boris hat das gefilmt. Boris hat das gefilmt, Digga. For real. Das Land, Digga, was passiert heute noch, Cenk? Du bist auch irgendwie anders, wenn du betrunken bist. Warum? Das ist ein ganz anderer Django. Ja, wie du sagst du das? Wieso? Oder machst du sowas auch nicht denn? Ich glaub, einfach du random, aus dem Nichts. Du bist dann auch einfach so, es kommt dann immer so rüber, als wäre es egal, wer diese Person ist. Es muss Hauptsache ein Mensch sein. Das könnte du willst auch dann Mund einfach sein. Rummachen. Julie habe ich nicht rumgemacht. Nee. Noch nie. Schon so. Mal versucht? Willst du mit mir rummachen? Nee. Aus Fun einfach. Ne? Aber küssen, safe. Würde es für dich zählen als betrügen, wenn du eine Freundin hast, wenn du es Cenk rummachst, heißt das betrügen? Ja, ich habe tatsächlich mal mit meiner Freundin darüber geredet, weil sie weiß ja, dass ich voll straight bin. Und dann meinte ich auch so, also ich habe ja jetzt nicht wirklich Interesse daran, sowas jemals zu machen. Aber ich habe sie dann gefragt, findest du es schlimm, wenn ich einen anderen Jungen küsse? Und ich so, nee, ich küsse dann auch meine Freundin manchmal. Findest du es schlimm, wenn ich aber mit dem rummachen würde? Und sie da so, ja gut, ich weiß halt, dass du
es wahrscheinlich irgendwie aus einem bestimmten Kontext heraus machen würdest. Aber angenehm wäre mir das nicht. Und das finde ich dann irgendwie krass, weil andersrum... Gib mal einen Schmatzer jetzt, komm, einen Schmatzer. Aber andersrum löst es das bei mir irgendwie nicht aus. Meine Freundin mit einem Mädchen, glaube ich, ich glaube, es wäre schon ein bisschen unangenehm. Kommt auf die Art vom Rummachen an. Ja. Also wenn es so ist, dann finde ich... Wenn es so richtig passionate ist, schon kritisch. Bei uns war schon sick. Nein, wir lagen aufeinander. Wir schon auf dem Boden sogar. Auf dem Meckes-Parkplatz. Also Theo, der hat sich schon missbraucht, ne? Ich weiß nicht, wie sehr du dich daran erinnerst. Du bist einfach auf ihn gesprungen, er lag. Theo hat schon die Traurige. Ein jetzt, Tobi. Wir haben schon die traurige Musik gesehen bei Theo. Theo hat ein richtiges Video gesehen, weil du lagst auf ihm drauf und ihr seid so richtig so im Film-like so ein bisschen rumgerollt. Wirklich? Junge. Daran erinnere ich mich nicht, ehrlich gesagt, aber da hatte ich auch Gefühl, ich bin gedruckt worden. Das stimmt. Stimmt, da war ja was. Von? Wissen wir nicht. Boah, guck mal ganz kurz. Von mir. Nein, sowieso nicht. Alter, hier Bro, sieht einer so einen Sonnengang reinscheppern hier. Ja. Berlin kann auch richtig schön, ne? Wo sind wir denn hier? Wir sind auf jeden Fall jetzt bei mir in einer neuen Wohnung. Wir können hier schön Sonnenuntergang ein, zwei Folgen aufnehmen, weil ich glaube auch am Samstag, ich spoiler noch nicht, sonst passiert's nicht. Klassiker. Aber Lollapalooza am Samstag. Lollapalooza. Du auch da? Ich bin auch da. Leute, das wird wild. Ah, cool. Okay, dann lass mal gleich direkt Nummern Story austauschen. Machen, weil ich muss, ich glaube, ihr seid, nee, stimmt du ja nicht, du bist ja plus eins, ne? Ja. Bist du von Lola direkt eingeladen? Koka. Achso, ja, okay, dann glaube ich du auch nicht, aber wir müssen auf jeden Fall eine Ankündigung machen, Theo. Ankündigung. Ich bin nicht von Kokain eingeladen worden. Von Koka. Von Koks? Ich wäre da bestimmt zu Kokain eingeladen, aber... Classic Lola Experience. Und auf welchen Artist freut ihr euch am meisten beim Lollapalooza? Ich kann dir nicht einen sagen, der da auftritt. Nina Chuba, ne? Ja, nein, ich auch. Die tritt überhaupt nicht auf. Ist auch nur ein Spaß. Weißt du nicht ein? Sie hast mich einfach verarscht, Alter. Was, warum? Ins Messer laufen lassen. Hast du nicht gesagt? Du sagst Nina Chuba, also, ja, auf dich freue ich mich auch voll. Weißt du, wisst ihr ein? Sag mal ein paar. Lost Frequencies, habe ich gehört. Ja. Ich habe nichts mitbekommen. Frequencies, du Spacken. Jeremy Frequencies. Das wäre aber ein geiler Auftritt. Den würde ich mir gerne anschauen. Power. Ansonsten freue ich mich eigentlich immer nur auf eine schöne Zeit mit meinen Freunden. Ja. David Guetta. Stimmt. Macklemore. Okay, perfekt. Kennt ihr dieses Video? Ich sag so, ich freue mich auf eine schöne Zeit mit meinen Freunden. Du so, David Guetta. Lost Fragrances. Kennt ihr dieses Video von David Guetta an der WM, wo er so wirklich nichts macht, er so, es so überspielt. Also, do you want me to press this button? Yeah, I will press this button. Und dann drückt er so, das passiert aber gar nichts. Ein bisschen wie dein DJ. Lauter und leiser. Hey, Hassan macht einen guten Job. Was hat Job. Er gemacht? Achso, Junge. Ja, ich sag, ich mach ihn ja selber. Es sieht so geil aus, wie er da so richtig abgeht und so tut auch noch so, als würde er so machen und dann aber nur lauter und leiser macht. Kannst du mal sehen, ne? Funktioniert halt einfach. Funktioniert alles. Und ein paar gute Ansagen macht er es schon. Safe. Ja. Ey, Leute, ich habe einen Podcast gelauncht übrigens. Oh. Wie heißt der? Total Schaden. Krass. Geht morgen online, beziehungsweise wenn ihr Montag hört, am Mittwoch online gegangen. Ich lehm schon, guck mal kurz. Ich habe den Namen rausgefunden. Der hat den Namen rausgefunden. Cenk fand ihn scheiße. Viele andere fanden ihn cool. Habt ihr das Cover gesehen? Ja. Mit dem Lambo? Nee, doch, das Lambo. Voll geil. Cool. Findest du, das ist ein bisschen Clickbait, weil dein Auto einfach richtig scheiße ist? Und ja, Leute genau. Erwarten dann eigentlich ein Lambo? Ja, ja. Mhm. Voll gut, aber. Aber richtig vielleicht cool. Kriege ich dann irgendwann einen Lambo-Koop. Ich wollte gerade sagen, imagine. Du bist Lambo dann wirklich mal in einem Lambo drin. Boah. Mein Gott. Wenn du das schaffst, krank. Ne? Das wäre krank. Ja. Dann machen die sowas? Ich hatte heute so... Safe. Nee, Lamborghini macht sowas gar nicht. Nein, die, ja, man sieht ja auch nirgendwo eine Lamborghini-Werbung. Also die machen ja kein, die haben, glaube ich, null Marketingbudget. Ja. Was wäre das krasseste, welche krasseste Brand, mit der ihr zusammenarbeiten könntet? Ja, aber das hilft nicht passieren. Darf ich noch eine Frage ganz kurz fragen? Ah, stimmt. Ich hatte heute... aber das war es auch an Eigenpromo. Ich hatte heute Call mit Spotify. Ich lade jetzt am Mittwoch 22.22 Uhr hoch. Weil ich es irgendwie cool fand, so edgy. Hä? Die meinten, es ist irgendwie eine komische Idee. Ist auch... Ist schlecht? Engelszahl. Was heißt jetzt, du hast eine komische Zahl? Heißt das, du wirst irgendwie von denen... Die meinten, 0 Uhr ist besser halt, aber ist auch. Vielleicht soll mal ausprobieren. Sie kennen niemanden, der das macht. Ich würde es nicht tun, weil das Chartsystem funktioniert so, dass die meisten Streams an einem Tag, also sozusagen Streams an einem Tag werden für die Chartplatzierung genutzt. Weil dann zählt das ja von wenn dem einen Tag erst. Wenn du dann 1,5 Stunden von dem ersten Tag nimmst, gehen da sehr viel verloren, weil sehr viel werden genau bis dahin warten, deine Die-Hard-Fans. So. Und dann gehen sozusagen die ersten 1,5 Stunden gehen halt verloren. Oder du bist wie Pascha im Style, egal wann, egal welche Uhrzeit, du machst einfach. Rein Chartsystem cool, ne? Ist blöd, sonst, wenn es cool ist, wenn du es cool findest, machst. Lass da gleich nochmal ein Wort danach drüber wechseln, aber jetzt weiter im Podcast, After Hour Unzensiert.
Nee, mit Julius, der welche Koop. Wenn ihr das jetzt hört, geht auf Spotify. Wir sind auch die ersten Gäste übrigens. Ja. Also ist cool. Also, hat gedacht. Das hat keiner gesagt. Ich glaub, jeder chronologisch war ich der erste Gast. Ja. Ja. Ja, ja. Mit dem habe ich die erste Probefolge aufgenommen. Ging nur um Verschwörungstheorien. Probefolge, aha. Nein, Pilotfolge. Nee, nicht, nee, nee, die erste Folge. Die erste Folge habe ich mit dir aufgenommen. Wo genau. ist die? Die geht morgen, nächste Woche online. In zwei Tagen. So. Wenn ihr das hört. Warum hast du die nicht dann als erste Folge genommen? Ich dachte irgendwie, ich zoll euch Respekt, weil ihr mich 17.000 Mal in euren Podcast reingenommen habt. Ja. Korrekt von und euch. Und ich glaube, es wären auch Leute richtig sauer gewesen, wäre es mit irgendjemand anderem zuerst gewesen. Nicht, einfach also, so nicht sauer, irgendein aber. Random, irgendeiner. Okay. Irgendein Influencer aus München. Ne? Paulo Muggi. So, Paulo, wenn du das siehst, fick dich. Aus Prinzip einfach. Paulo, wenn er das sieht, brauchen wir seine Live-Reaction dazu. Stell mal vor, er guckt das einfach so auf dem Sofa. Weil er hat gerade eine richtig gute Zeit irgendwie. Es war ein richtig schöner Abend, direkt kaputt gemacht. Ich hab gar nichts gemacht. Bro, warum? Das ist so gemein. Und Nikola sitzt neben mir. Nikola, wir müssen gleich ein Video drehen. Voll demotiviert. Ah. Scheiße. Ich hab, glaube ich, was Cooles. Ja. Also, was ist eure Lieblings-Koop? Jemand das passieren könnte? Boah. Boah. Star Wars Koop. Ich hab's geschafft, Leute. Ich sag dir ehrlich, das Krasseste war, wir hatten die Möglichkeit, jetzt kann man sagen, wir hatten die Möglichkeit, doch. Na, wir hatten die Möglichkeit, an die WM zu gehen. Achso. Ja. Frauen-WM Katar. Oder Katar? Für die Fußball-WM. Wir hatten die Möglichkeit, die Frauen-WM oder Katar. Also. Wir haben dann abgesagt, weil diese WM konntest du einfach nicht. Hast du abgesagt? Du auch, du warst, das war Katar, auch. Katar, welche? Ja, Katar WM. Ja, habe ich auch abgesagt. Genau. Ach ja, stimmt. Und das also ich unterstütze ich bin nicht. Größter Fußballfan, aber das dann abzusagen hat auch wehgetan, war aber auch richtig. Aber das war halt so, Bruder, ich hätte für die, an die Fußball-WM gehen können und es wäre ein Job gewesen. Das wäre richtig safe. Cool. Verstehe ich. Das war der größte Betrag Geld, den ich hier abgelehnt habe für die Katar WM. Boah. Krass. Noch nie so viel Geld. Also sechsstellig? Was ist sechsstellig nochmal? Das hinter den Buchstaben? Bro. Achso, ja, okay, das war ein Joke. War ein Joke, Mann. Nein. Mehrere sechsstellig. Mehrere sechsstellig? Was? Hä? Also so hoher sechsstelliger. Hättest du auf dem Spielfeld? Kleiner sechsstelliger Bereich. Was bist du denn für einer dann? Was denn? Das würde ich einfach annehmen. Nimm doch an. Nein, ich gebe noch nicht nach. Ich doch jetzt keinen mehr. Ja, jetzt wäre egal gewesen. Ich bereue es auch gerade ein bisschen. Apropos an den Polen, Paolo, wenn du das siehst, fick dich. Oh, fick dich einfach nochmal. Paolo hat das sogar mitgemacht. Der hat das gemacht, ne? Nein, jetzt fick dich wirklich. Der hat bei Magenta TV das moderiert. Die ganze Halt's Maul. Krass. Er macht sein Ding immer noch, Alter. Hast so viel Geld verschenkt. Paolo hat das ganze Geld bekommen. Sein Geld hat Paolo bekommen. Der Assi. Scheiße. Sechsstellig ist doch das mit 100.000, ne? Ja. Ja. Gut, okay. Ja, okay, gut, habe ich jetzt geklärt, ja. Wer macht deine Finanzen? Wie meinst du Finanzen? Wer macht was Finanzen? Steuern. Steuerberaterin ist ja teuer, hat Eduard auch gerade rausgefunden. Ja. Die berechnen immer so, man hat so ein kleines kurzes Telefonat mit denen, na, wie geht's und so, jede Sekunde kostet. Ja, hab ich echt so 80 Euro für die Stunde. Die zögern das noch raus. Mehr. Ich habe das erst gecheckt, als mir geschrieben wurde, melde dich bitte, wenn du irgendwie noch Fragen hast, ruf mich einfach an oder schreib mir eine E-Mail. Und sie schreibt mir das bei WhatsApp. Und dann dachte ich mir so, warum können wir das denn nicht über WhatsApp klären? Und so, okay, damit es halt offiziell, dass man dann das offiziell vermerken kann, dann wahrscheinlich. Die sind richtig gut, aber auch richtig teuer. Und dann denke ich mir, vielleicht aber die sind auch süß. Gar nicht. Ja, die sind alle sollen sehr sie lieb. Geld machen. Die sind auch alle sehr gut aus und lieb und so. Ja. Ja. Eure Steuerberater? Ja, ich habe so einen Typen, der ist nur am Pennen. Scheiß Voraussetzung. Sein DJ macht das auch. Hassan. Auch lauter leiser. Das ganze Team. Ja. Meiner ist super. Ja, was meinst du? Ein richtiger Deutscher. Ist ein Schweizer? Ach so. Ein richtiger Deutscher. Er schickt mir jeden Monat eine Liste von Sachen, die ich einreichen muss. Kannst du nicht in der Schweiz einfach Steuern zahlen? Oder nein, das leider nicht. Ah, schade. Weil, würde ich das jetzt machen, wie Adi, der Assi, der muss jetzt Zivildienst. Adi, dich auch. Adi, dich, hier, Adi. Du Opfer. Diesen Monat muss der Zivildienst machen. Er muss Zivildienst machen. Hä, wie lange das denn? Ist, das dann ist ein Jahr, Monat. Ach so. Also das ist folgendermaßen. Pro Jahr, in oder? In der Schweiz gehst du entweder ins Militär. Oder wenn du untauglich bist, sportlich oder physisch oder mental, dann bist du untauglich. Doppeluntauglich heißt, du bist physisch und mental untauglich. Ich bin doppeluntauglich. Echt? Warum? Ich hab gesagt, du kannst sagen, ja, ich habe Probleme mit Autorität. Und wenn die Schweiz das guckt, die fuck dich richtig ab. Nein. Alter, wir markieren Schweiz, ganze Bürger. Schweiz, alles. Guck mal. Hier. Rathaus, wir markieren alle. Der Wichser, Alter. Bundespräsidenten markiert. Auf jeden Fall, ich bin doppeluntauglich und Adi ist nur einmal untauglich. Also, wegen? Der macht keinen, weil Knie, alt, kaputt. Einfach physisch untauglich ist nicht so schwer.
Okay. Und das heißt aber, du musst Zivildienst machen. Das ist ein bisschen länger als Militärdienst. Das heißt, er musste jetzt, glaube ich, er musste damals 3 Monate am Stück Zivildienst machen. Und jetzt, bis er 30 ist, jedes Jahr 1 Monat. Ich denke mir einfach so. Jedes Jahr? Ich dachte ja. Nur einmal. Ein Monat. Ein Monat. Und dann richtig arbeiten und oder ein paar Stunden? Das heißt, egal ob du selbstständig bist oder eben angestellt, das ist ja das Problem. Du musst jetzt 4 Wochen lang von 9 bis 8 zum Beispiel den Wald, keine Ahnung, Bäume fällen gehen. Die Bibliothek meinst du, der Bücher einräumen? Ja, in der Bibliothek arbeiten, bei einem, keine Ahnung, bei einem Tierheim, irgendwas. So, das sind so für gesetzliche Sachen halt. Ach, aber irgendwie finde ich cool von der Schweiz. Egal, ob du Multimillionär bist, du räumst hier Bücher ein. Genau. Ja. Aber das ist halt blöd. Weil vorher, wo er ist als untauglich eingestuft worden, einfach nur wegen seiner Frisur, die so ist. Das ist doch nicht ernst, oder? So kommt ihr hier nicht ins Militär. Ja. Ja, der ist auf jeden Fall, der macht das jetzt 1 Monat und das ist halt immer ein richtig Abfuck. Alle Schweizer hassen das eigentlich. Ja, aber du hättest das ja nicht machen müssen, weil du bist ja doppelt untauglich. Genau, drum, ich hab schlau gemacht. Aber ich hast wieso? Du wirklich dann gesagt, also praktisch argumentiert dann mit Autoritätsproblem? Ich habe gesagt, dass mein Knie bei meinem Knie ein bisschen so, damals war das echt scheiße. Das habe ich ja vor 3 Jahren den Test gemacht. Da war es noch ein bisschen, da habe ich einen Meniskusriss gehabt. Und dann kam noch dazu, dass ich in Deutschland wohne. Das war dann auch am Ende so ein bisschen der. Und diese, boah, sie haben mittlerweile eine deutsche Mentalität. Da müssen sie auch mental Berliner verlorenen Leben, Alter. Den wollen wir eh nicht mehr. Ja, aber du hast so einen ganzen Ganzkörpercheck gemacht. Das war auch da, wo der Arzt mir den Finger in den Arsch gesteckt hat. Geil. War das, boah, der hat auch meine Eier angefasst. Ich mich auch ausrüsten lassen. Hä? Dann kann man das machen? Leute, geht zum Urologen, habe ich letztens schon gesagt. Ja, stimmt. Und Tollwut hast du noch gesagt. Tollwut und Urologen, ich hab beides nicht gemacht. Mann. Alles nicht gemacht. Ey, wir gehen in die Schweiz, da gibt's Tollwut. Echt? Nein. Achso. Ach, eigentlich auch nicht kommen. Wir gehen in die ich Schweiz. Weiß nicht, gibt es in der Schweiz Bären? Nein. Ja. Och nee, sag das ihm nicht, bitte nicht. Jetzt geht er nicht mehr mit dem Wandern. Er will wandern gehen in der Schweiz. Ja, nicht aber in der Wildnis, Bro. Hä? So. Nein, wir haben, ey, hallo, Bären. Bären ist ein Bärenpark. Darum kommt Bären. Junge. Achso. Bären. Okay, geil. Die haben da, das ist sozusagen das Wappen von denen, darum haben die auch einen riesen Bärenpark. In der Wildnis gibt es keine Bären mehr. Bären? Okay, sicher. Ja. Aber ich weiß, dass es in Norditalien auch Bären gibt. Das ist doch dann praktisch nebeneinander. In der Schweiz gibt es ziemlich sicher gar keine. Gibt keine Bären. Es gibt Wölfe. Ach, die gibt es auch Wölfe. Mal. Na dann, ist okay. Bro, guck mal, die Wahrscheinlichkeit, dass du mit Wandern was passiert, ist, kann passieren, aber dann wirst du von der Kuh getreten oder so. So. Kühe sind für viele Tode verantwortlich. Ja, ja, ne? Kühe töten mehr Menschen als Haie im Jahr. Die meisten Tode durch Tiere sind durch Straußen. Alter. Ich dachte Vogelspinne oder so. Wie passiert das? Straußen sind riesig. Die sind viel größer, als man denkt so. Ah, und die haben richtig lange Krallen, habe ich auch und die können richtig, wenn die auf dich raufpicken, richtig kaputt irgendwie. Krass. Die können auch einfach 70 km/h rennen. Andererseits so ein Strauß würgen, ne? Ja, ich würde die einfach würgen und dabei dann so, während ich mich festhalte, draufspringen und dann mit denen Boxkampf gegen Strauß. Die töten. Der Seearena. Nein, du verstehst Eduard gegen Strauß. Du verstehst es nicht, Digga. Ich habe 2 Jahre Kickboxen gemacht. Ich bin anders. Der ist wieder einer von diesen Amis, die denken, der gewinnt gegen Elefanten. Ja, ja. Nein, also wenn ich die Chance bekomme. Ich trete ihn einfach gegen das Bein. Wie soll man einen Elefant? Ich verstehe. Bei mir ist das Problem, ich bin gerade ein bisschen. Ich bin ja verletzt an meinem Sprunggelenk, aber ansonsten würde ich einfach auf den Elefanten draufspringen und dann halt an den Augen, durch die Augen. Dann halt durchgreifen. Weißt du, wie hoch so ein Elefant ist? Nicht so niedrig genug, dass ich draufspringen kann. Dann hast du noch keinen Elefant gesehen. Oder nein, Bro, ich weiß, dass ich gegen Elefanten verkacken würde. Ah, okay. Ich aber Strauß, aber gegen Löwen wäre okay. Aber Strauß würde er machen, würde einfach. Meinst du? Bisschen so den gegen Strauß? Im Notfall? Meinst du, man kann das irgendwie organisieren legal? Ist immer Notfall, wenn du um Leben und Tod kämpfst gegen Strauß. Immer Notfall. Oh, ich illegal, Mauerpark so sonntags 18 Uhr. Eduard. Gegen so einen Strauß am Kämpfen. Nein, oder lauf mal ein dann mit so einem Tier im Hintergrund dann. Das wäre geil. Oh ja, scheiß auf uns beide, Digga. Nimm halt Straußen. Genau. Auf so einer Kuh reinreiten, das voll geil. Aber ich könnte so eine Katze tragen, so auf Evil Genius Basis. Ja. Nee, das wäre schon ein so ein fettes Tier, so ein Kamel oder so. Man kann richtig krasse Sachen machen beim Einlaufen. Ja, oder du lässt dich tragen auf so einer Büste oder so. Könnt ihr mit? Nee. Nein, wir beide nicht. Hm. Wir machen das mit der Fahne oder so. Doch, ich glaube, man könnte gegen einen Strauß gewinnen. Du müsstest theoretisch nur es einmal schaffen, auch das Bein zu greifen. Und dann hätte er sein Gleichgewicht schon verloren. Aber dann kann er doch einmal auf dem Boden landen. Aber und dann hast du schon gewonnen. Ja, du musst halt dodgen und weaven. Der hat so einen Schnabel, glaube ich. Mindestens. Der hat doch so einen Schwanz. Der hat wirklich so einen Cock. Oh, die sind 2 Meter bis 2,80 Meter Männchen, ne? 2,80 Meter. Weibchen 1,70 bis 2 Meter. Guck mal, wie hoch ist 2,80? Du kommst nicht mal bis zu seinem Hals, Digga. Mit Plateau bin ich auch 2,80. Ungefähr so. 2,80 ist ja dann ungefähr so. Die wiegen. Ja? Boah, die können.
Bei mir, genau. So ungefähr. Genau. Bis 140 Kilo, 140 Kilo können die wiegen. 140 Kilo? 63 bis 140. Dann tut so ein Tritt schon weh. Ich bin gerade am überlegen, was ich wirklich mache mit dem Einlauf. Was könnte richtig cool sein? In der rechten Ecke. Strauß. In der linken Ecke, Eduard. Ey, aber wir hatten ja die Debatte mal wirklich, weil ich ja argumentiert habe, dann wegen Bali und sowas, dass ich gegen die Affen auch mehrere einfach besiegen würde. Kennst du diese Affen in Bali, die wirklich, die springen auf dich drauf, die sind ein bisschen klein. Ja, aber die kämpfen immer in Doppel, also mit der Familie. Aber ich habe schon Videos gesehen, wo praktisch einer auf die Schnauze bekommt. Und die anderen kommen dann, kriegt der Nächste noch so ein bisschen auf die Schnauze und dann kriegen die anderen Angst und alle gehen dann weg. Okay. Ich glaube wirklich, das wäre so ein Effekt. Ich gebe 2, 3, 4 vielleicht sogar ein bisschen auf die Schnauze. Ein kleines Baby-Bam. Okay. Ja, wirklich. Erstmal Respekt, dann alle weg. Alter. Okay. Frage. Wenn du denkst, du kannst gegen Strauß gewinnen. Nein, ich weiß nicht. Was denkst du, gegen wie viele Katzen könntest du gewinnen? Gegen Katzen? Wo ist das Limit, wo du sagst, okay, einfach normale Hauskatze. So eine Hauskatzen. Graue. Hauskatzen sind brutal, Digga. Also wenn die es wirklich drauf ankommen lassen, dann können die echt die Venen aufschneiden. Ja, genau. Und die können dich auch gleichzeitig attackieren, ne? Ja, ja. Vielleicht machen die auch so SWAT-Team. Ja, der eine kommt von oben, der andere von unten. Also ich glaube, wenn man die Hemmung wirklich verlieren würde, weil man hat ja bei Haustieren immer so ein bisschen Hemmung. Bro, es geht um Leben und Tod, das gibt keine Hemmung. Du trittst die, du boxst die. Ich weiß nicht. Ich glaube, man hat dann trotzdem ein bisschen Hemmung. Aber wenn du wirklich dann das komplett verloren hast und bereit bist, die wirklich auch umzubringen, könntest du wahrscheinlich schon so 4 Katzen umbringen, bevor es zu einem echten Problem ist. Ich würde auch sagen, 4 oder so. 4? Ja. Boah, ich dachte, die waren jetzt Digga. 10, 15. Bro, ich hatte jetzt gesagt, Bro, guck mal, du kümmerst dich um eine Katze, die alle gleichzeitig, die Katzen, die alle stimmt. Ich mach dann so, ich nehme so 2 Katzen und ich mach dann so einen Spinner. Nein. Und dann fetzt es so. Die hält dich so an die fest. Ja. Die kriegst dich kaum los. Du kriegst dann kämpfen wir auch um ihr Leben. Und die haben ja auch diesen, die haben genau, diesen Nackeninstinkt. Das ich hätte gesagt, ich könnte gegen 40 Katzen kämpfen. Nein. Wie viel? 40. Nein. 40? Glaub ich glaube, du wirst innerhalb von Sonntag Mauerpark, Kampf 2. Wer kann 40 Katzen klären? Nein, hört auf. Gibt's doch dieses, dass wenn, das hat jetzt damit nicht so viel zu tun, aber dass wenn du in deiner Wohnung stirbst, dass deine Katze dich halt einfach hemmungslos aufisst. Hunde auch. Ja, aber Hunde erst nach einer Zeit. Stimmt. Hunde haben erst noch ein bisschen korrekt. Ja. Aber Katze ist sofort, geht sofort los. Assi. Total für eine Wichser. Deswegen verstehe ich mag Katzen auch sehr, aber wenn man die Wahl hat, wenn du praktisch nur ein Haustier haben könnte, was, dann ist direkt Gegenfrage an euch, was würdet ihr euch aussuchen, wenn ihr nur eins von den beiden Haustieren haben könnt für den Rest eures Lebens? Katze. Ich denke mir schon Hund. Ja, klar. Ja. Kleine Haustiergeschichte, wenn ihr Lust habt. Es gibt ja Leute, die haben immer so, Lust haben? Wenn ihr Lust habt. Wir haben Lust. Nee. Okay. Ich glaube, ich gehe nach Hause. Komm. So geil. Also Leute haben ja einfach normale Haustiere so und dann so Kaninchen und dann wird es immer weirder und Leute haben so Vogelspinner. Ein Kumpel von mir, damals Football gespielt zusammen, Studentenwohnheim, der hatte, ich weiß gar nicht, ob das erlaubt war, der hatte eine Python. So eine Schlange, so eine große, ne? Boah. Und ich kenne auch ein Familienmitglied, das hat der hat Schlange. Die war so klein, aus dem Ei hat er die bekommen und wurde dann immer so... Oh, so, nee. Einmal Oberkörper zeigen. Ja, einmal Nippel ablecken, komm her. Einmal Nippel lecken. Aber ich deine. So, das ist die Strafe. Jetzt muss das Arschloch geleckt werden. Oh, das ist die Strafe. Hast du schon mal Arschloch geleckt? Klar. Alter, er will irgendeine Haustier-Story erzählen. Aber nee, egal, mit Arschloch lecken auch cool. Also, der hat, die wird immer größer, die Python, so, ne? Manchmal auch so ausgebüxt, irgendwie aus dem Terrarium wieder reingemacht. Weiß nicht, hört sich auf jeden Fall sketchy an, so. Okay. Aber Python an sich ist ja eine Würgeschlange, keine... Giftschlange, das andere. Okay. So. Eines Nachts wacht er auf, anscheinend wieder ausgebüxt, die Schlange liegt neben dem, liegt einfach neben dem. Also, der schläft so, also stellt euch vor, der schläft so und die liegt neben ihm so straight, also so komplett gerade gemacht. Einfach so ganz komisch, also nicht geringelt oder auf ihm rauf oder wollte so beißen. Wollte einfach kuscheln. Die lag einfach so ganz ausgestreckt neben dem. Und da war er so, okay, weird, hat die wieder ins Terrarium gepackt. Nächster Tag googelt er, die Schlange hat den ausgemessen, ob der schon reinpassen würde. Alter. Als Maul. Ja, das machen die, um auszutesten, ob du reinpasst. Alter, und dann hat sie praktisch wollte schon mal gucken. Die Antwort Nein gefunden. Ja, genau. Aber, zu groß. Aber der würde ja nicht dabei sterben, weil die würde einfach anfangen im Fuß oder so und dann wirst du ja wach, oder? Also, du weiß ich nicht. Die wirkt dich ja erst. Ja. Oh. Erst wirkt die dich zu und Tode. Und dann, wenn die richtig groß sind, dann wirst du sogar als kräftiger erwachsener Mann, hast du echt Probleme, wenn die schon einmal richtig drum sind. Ja, die brechen ja alle Knochen. Dann wirst du die nicht loslösen können. Krass, ne? Weißt du, wo dein Nacken ist? Bestimmt. Ja, klar. Oder fängt einfach an, so deinen kleinen Zeh zu würgen. Guckst wo so schwache Stellen die sind. Die wissen, glaube ich, schon, wäre so scheiße. Nein, die haben ja. So guckst du Opfer, Digga, was würgst du meinen Fuß? Ich glaube, die haben ja so wirklich Heat Vision. Also, die können ja dann Wärme sehen. Und ich glaube, am Hals sieht man sowas ja dann.
da ist zum Beispiel halt eine wärmere Stelle. Ich weiß nicht, alle Tiere müssen über andere Tiere wissen, wo deren Schwachstellen sind. Ja, ich glaube, das ist ja dann so Adaption. Das ist einfach so gekommen dann. Ja. Die wissen ja auch, dass einfach so giftige Frösche so farbig sind auf einmal. Ah ja. Aber viele wissen es auch nicht, ne? Manchmal, auch zum Beispiel dieses Video, habt ihr das auch auf TikTok gesehen, wie so ein Jaguar die ganze Zeit versucht, so ein Stachelschwein anzugreifen. Nee. Und seine riesigen Stacheln, so 40 Zentimeter lang, ja, landen die ganze Zeit in seinem Mund, in seinen Pfoten. Und der macht die weiter. Raus? Idiot. Er holt die selber halt irgendwie so raus, er leckt die so weg. Er checkt und so. Das nicht, er macht so weiter, ne? Ja, ich denke mir dann auch so krass. Maus, ey, kein Wunder, dass wir Spitzenpredator geworden sind. Spitzenpredator sagst du richtig gerne. Ja, hast du letztens schon mal gesagt. Auch in dem anderen Podcast. Tobi, schnell mal rein. Er holt was aus dem Kühlschrank. Wir sind Spitzenpredator. Der Nahrungskette. Predator ist Jäger. Er holt, okay. Er holt sich so ein Sandwich, mit so ein Sandwich machen, holt zu Schinken aus dem Kühlschrank. Spitzenpredator. Bam. Das hast du davon, Schinken. Also Django, hast du schon mal Arschloch geleckt? Ich habe auf Instagram gefragt, wen die Leute von uns, hallo. Ich habe auf Instagram gefragt, wen die Leute von uns am meisten mögen. Und was? Dass du das gefragt hast oder von wem sie am liebsten das Arschloch jetzt lecken Nein. würden? Nein. Zeig, was hast und du? Ich gesagt, und ich habe gesagt, macht eine Memo und warum ihr, wen ihr am meisten mögt. Niemals. So. Hallo Django, wir haben eine neue Soundidee für dich. Okay. Sind die Scheiße. Oh, Alter, wie schön. Bezüglich des Podcasts, ganz kurz gesagt, ich habe jetzt länger drüber nachgedacht und am besten zu mir passen würde Theo, weil Theo ist so crazy und ich liebe Theo einfach, ich gucke seine Vlogs gerne. Ich liebe Vlogs? Alle. Oh mein Gott, also, der hat schon mal Theo. Aber so, Theo ist schon so, Theo ist special. Weißt du, was? Okay, Digga, das ist meine Theorie, das habe ich mir schon so oft gedacht. Weil immer, ich habe ja dann, wie viele Vlogs habe ich schon hochgeladen? 6? Ich bin Main Character, ich habe 50 Vlogs online. Und ganz oft, diese Vlogs sind ja zum Teil dann auch richtig viral gegangen und du warst oft der Main Character und Alper wurde auch schon mal drauf angesprochen. Alper hat mal 3 Zuschauer gefragt, ey, nur so mal aus Interesse, was bei mir findet ihr eigentlich am besten? Main-Kanal, Zweitkanal oder so? Und einer sagt ihm wirklich so, die Vlogs von Eduard Barker, da bist du am lustigsten. Und ich hab... Korrekt von dir, danke, Bro. Ja, ey, anscheinend... Chillig. Dann wird einfach verwechselt, weil du mehr zu sehen bist in meinen Vlogs als ich selber, dass es deine Vlogs sind. Was soll ich machen, aufhören lustig zu sein? Ja, das ist echt ein Problem. Du lieferst einfach zu viel. War noch nicht fertig. Aber cool, ey, das hat mir direkt Theo gute Laune gemacht. Theo special. Was special? Ich lieb dich, Theo. Ich liebe euch alle. Ich liebe den kompletten Django-Squad. Ja. Ja. Ich liebe dich aber nicht. Ich überlege vielleicht noch auf die Tour zu kommen, muss ich überlegen. Komm, Tour. Guck mal, sie überlegt. Komm, anscheinend Boxkampf. Liebt sie dich aber nicht, Junge, wenn sie nur überlegt. 1-0 für Theo. Also, Eduard ist schon ziemlich heiß. Und ich mache coole Vlogs. Ich muss mal so sagen. Ich mag auch seine kalte Art. Die ist halt so das Geile an ihm. Aber du bist auch ganz okay, ne? Ja, bist auch ein Süßer. Hat okay. Theo? Nee, Django. Ach so. Okay. Eduard, cool. Aber deine Kreativität ist auch mega. Das ist eine ganz schwierige Frage, die du gestellt hast, weil ich kann mich da eigentlich nicht entscheiden. Weil ihr seid alle cool. Aber ich glaube, ich würde Theo sagen, weil Theo ist cool und ich mag Theos Haare. Ja, oh, jetzt vielleicht weil nicht die gewaschen mehr, sind weil, jetzt, weil die gewaschen sind. Ja, jetzt ja, ja jetzt weil die gewaschen sind. Ich mach noch die eine hier. Hallo Django. Ja, also ich habe deine Story gerade gesehen. Wen man am liebsten mag. Ich finde alle sehr cool. Aber ich glaube am meisten mögen. Ja, doch, tue ich schon irgendwie dich. Ja! Ja! Sehr so entspannt gemacht. Ja. Sympathisch. Machst richtig gute Musik. Ich glaube, mit dir kann man echt viel erleben, Spaß haben. Wie lange geht ihr noch? Das ist eigentlich so das, was ich sagen wollte. Ich feiere euren Podcast übrigens mega. Es macht richtig Spaß, sich das anzuhören. Wie geht es wie du? Boah, ja. Alter, rede ich wirklich so? Ach, so weiter bleibt, wie ihr seid. Echt? So, jetzt ich rede wirklich so? Das ist das, schick das
ship it an Instagram und sag dem, wir brauchen mal 2 Abspielgeschwindigkeit. Das ist das beste Beispiel. Geht's nicht? Geht's nicht, nee. Geht's nicht. Ich dachte, okay. Wir brauchen doppelte Geschwindigkeit. Manchmal so? Nein. Ja, ich finde das cool. Wollen wir noch weitermachen? Alter. Ich find's auch cool, aber ich will nicht, dass du die schlechte Laune bekommst. Nee, noch weiter, noch weiter. Hi Django, hier ist Pia aus dem Backstage-Bereich oder VIP-Bereich von Steinhuder Meer. Oh. Ich war mit Oscar da. Mach Pause. Das ist, so beschreibt sie sich selber. Ich bin die aus dem Backstage-VIP-Bereich. Statt ihren Namen nicht zu sagen. Name, wo ja, es herkommt gesagt, oder so. Ja, so okay. Ich bin Pia aus dem Backstage-Bereich, hat sie gesagt. Ja, okay. Bro, also, ich bin Julie. Ich bin der vom Bahnhof von Haschel. Hey, nein, aber es ist schon vernünftig. Ja, da waren immer so viele Leute, weil sie weiß, Julie ist schon vernünftig. Genau. Julie, okay. Julie denkt mal nach. Julie. Also, da fällt man nicht stoppen müssen. Ja, und wahrscheinlich nimmt die jetzt auch noch ein bisschen so disrespectful. Ja, so. Dass ich dich am meisten mag. Einfach deine Art ist einfach richtig cool und du warst eigentlich auch mega nett zu uns. Aber was heißt eigentlich, du warst mega nett zu uns. Ja, und ich denke, du hast echt viel erlebt und ich finde es echt krass, dass man so berühmt, sage ich jetzt mal, in so einer kurzen Zeit werden kann. Genau. Ihr habt es nicht gehört, und am wenigsten ja, mag doch, ich Julie. Ein bisschen, ein bisschen. Ja. Er hat auch gesagt, ich find's krass, dass man in so einer kurzen Zeit so berühmt werden kann. Bist du berühmt? Ja, du bist Nein, famous. Also bist du ja auch, ist ja cool. Wirklich, so, kannst du auch stolz sein auf deine Leistung. Ja, zu deiner Story, ne? Also ich finde dich schon am besten so, das weiß, glaube ich, eigentlich jeder so, weil dein Humor ist genial, du bist allgemein genial. Es ist, also ist biased, es ist eine Story. Ja, ja, warum sage ich genial? Eduard finde ich aber richtig geil so. So? Ja, das erklärt sich von selbst, ne? Ich meine, guck ihn dir an. Juli aber anders auch sympathisch, einfach aus dem Grund, weil er ist Schweizer. Ich mag Schweizer. Ja, scheiße. Ich mag Schweizer. Und Theo, ja, also er ist süß und so, aber ich habe halt nicht viel von ihm mitbekommen, so. Was? Was? Aber nicht viel mitbekommen von Theo. Auf die 1 gehören auf jeden Fall du und Juli. Auf die 1 aber du dann und Juli. Gibt's den Rest. Und dann der Rest, sagst du. Guck mal, da hat doch jeder gewonnen quasi. Ja, du vor allem mit deinen coolen Vlogs, ey. Und du mit deinem Aussehen. Also, aber das ist ja wirklich auch das Einzige. Sorry. Wir haben ja schon ab und zu darüber geredet, wegen Hate-Kommentaren oder sowas. Ich glaube, jeder von uns hat ja schon mal ansatzweise jede Facette von einem negativen Kommentar. Mhm. Und das Einzige, was mich immer richtig beleidigt, wo ich die Kommentare dann auch wirklich lösche oder dann die Leute sperre, wenn mir jemand sagt, 1:1 kopiert von bla bla bla. Ja. Das ist das Einzige. Und dann praktisch, wenn... bei dir ist es noch okay, weil ich pack dich ja in meine Vlogs und so und du bist Bro, aber... Ich lieb das. Digga. Ich lieb das, wenn die das schreiben bei TikTok-Trends, wenn du so einen Sound benutzt. So, keine Ahnung, diesen Raufasertapete. Da machst du ein Video dazu geklaut. Und sagen die, geklaut, Bruder. Und es gibt 10.000 Videos mit dem Sound. Ja, das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Das ja, aber Quatsch. Manche... Ist natürlich auch ein interessantes Thema. Manche sollten vielleicht ein bisschen mehr drauf achten. Ja. Von wem sie was klauen. Zum Beispiel hat Theo was von mir geklaut. Oder und du dann zurückgeklaut von mir. Das war meins. Ich kann auch nicht meins. Nee, geklaut, zurückgeklaut. Gibt's schon. Ja. Doppelklaut. Ey, okay. Lass das mal wirklich machen. Einfach eine Zeit lang praktisch die Formate von den anderen wirklich machen. Also auf den eigenen Kanälen. Ich würde das safe machen. Ich würde sagen, Cenk, also Theo macht Cenks Videos Art mit diesem, ich sage du. Das soundmäßig. Das passt. Dann würde ich gerne, glaube ich, deine Videos machen. Welchen, den Vlog oder Kommentar oder das Videospielformat? Vlog oder Kommentare mit Schneiden von ja. Ups. Ja. Oder ich sehe also mittlerweile gibt es aber viele, bei die das machen. Hier Feelings. Nee, das will ich eigentlich, glaube ich, dass Eduard das macht, glaube ich. Oder das? Ja, das mit den Laserschwerten. Mit den Laserschwerten? Ja. Ja, obwohl, du auch lustig. Soll ich hier Fitness-Freitag machen oder was? Was soll ich denn da machen? Ich fände es aber voll geil, das neue Format bei mir mit dem Videospiel, wo ich das dann so schneide, es wird so wie in einem Videospiel aussehen. Ja. Wenn ich... Schick mir mal irgendwie ein Video oder sowas und ich bearbeite das dann. Kann ich das auch? Nee, ich glaube nicht, dass du schaffst das. Hast du es gesehen aber? Selber. Ja, ja. Ich krieg das, glaube ich, schon hin. Hast du gesehen, Cenk, aber? Ich finde so geil. Geil, ne? Das ist einfach richtig geil. Das kannst du so krass noch weitermachen. Ja, ja, safe. Macht so, auch richtig so richtig Videogame-mäßig. Irgendwie. Ja, ja. Also so noch voll viele... Ich kann dir das doch mal zeigen sonst, wie man das bearbeitet. So kann ich das mal klauen von dir, voll geil. Perfekt. Ja, nicht unbedingt klauen, aber das wäre halt schon fun. Ich finde, du siehst halt so besonders dann halt aus, dass es dann eher so reinpassen würde in ein Videospiel. Ja, ja. So 1-2 Mal kann man das schon machen. Ja. Ist cool. Perfekt, dass die nur sich beleuchten. Ja, das habe ich mir gerade auch gedacht. Nee, bei euch kommt die Sonne, bei uns nicht. Aha. Ich kann es dir gleich zeigen, bei euch ist richtig hell. Nicht schlimm. Wir sind nicht so aufmerksamkeitsgeil wie Theo. Wir wissen alle, dass Theo... Junge, du bist immer auf dein Aussehen reduziert. Was redest du? Ja, aber doch nicht, weil ich das will. Das kann ich denn dafür. Der Großteil deiner Vlogs gehen Oberkörper frei los.
Okay. Fair enough. Okay. Das ja, ist gut, ich hab gesagt, ich will auch lachen. Ich hab nicht zugehört. Er war so kurz davor, dich zurück zu sagen. Mann. Nein, okay, ich hab ja gesagt, ich mach das ja nicht mit Absicht, dass ich auf mein Aussehen reduziert werde und Theo dann so, jeder Vlog beginnt bei dir oberkörperfrei. For real. Ja, for real. Du Assi. Ja, was soll ich sagen? Du weißt schon, was du machst. Ja, ich will, dass du zuschaust. Ich will dich horny machen. Aber wie weird war bitte das Konzert und dieser VIP-Bereich? Ich habe mich wirklich wie in einem Zoo gefühlt. Theo hat es so genossen. Das war so, das war so cool daran. Nein, Theo. Junge, ich fand das. Theo gesagt hat, er kommt auf die Bühne und Rosa, deine Bookerin, war ja dabei, hat das organisiert und so. Steht so zwei Leute neben mir. Theo kommt zu mir und sagt so: Wer hat das eigentlich hier organisiert mit dem Gehege hier? So. Hat die gehört direkt? Ne, guck so, ich so: Herr Rosa. Er so: Digga, also die gehört ja sowas von gefeuert. Nein, hab ich nicht gesagt. Das war ja witzig. Das war witzig in dem Moment. Und dann ist er rübergegangen. Ich so: Er wusste aber nicht, wer das organisiert hat. Ich sag so zu ihr so: Sag ihr mal, was du gesagt hast. Und dann er so halb so: Wieso? Mach einfach. Dann sag das noch einmal so: Ja, sie hat das hier organisiert. Oh nee. Voll in die Pfanne gehauen, du Assi, Alter. Hey, Theo, erinnerst du dich nicht daran? Was? Dass ich das guter fand? Nein, gibt es generell so ein paar mehr Gedächtnislücken bei dir? Der Arm war wild, ey. Du, ja, das hast du das genommen. Weißt du noch, wo du deinen Schwanz rausgeholt hast während der Show? Warte. Kein Schwanz rausgeholt. Nein, aber hast du wirklich ein paar Gedächtnislücken? Das kommt schon so rüber. Ja, aber es war auch alles. Wie kann man einen Kuss sonst mit Django vergessen? Es war, den habe ich nicht vergessen. Der ist abgespeichert. Okay. Hier oben und hier. Und da. Und da. Der ist, ich habe ein paar, es war einfach ein aufregender Abend und ich habe sehr viele Zuschauer getroffen, richtig liebe Menschen, mega viele Fotos gemacht, mit ganz vielen Leuten geredet, ihr wart alle richtig lieb und ich glaube, dadurch war ich ein bisschen überfordert auch. Und ja, ich habe es auch sehr genossen, die Aufmerksamkeit. Ja, das fand ich halt gut. Slay. Interessant. Apropos, meine neue Droge. Neue Droge sind deine Auftritte, wenn ich da die ganze Zeit Aufmerksamkeit bekomme. Ich komme auf jeden Fall jetzt jeder Tourstopp mit. Ich sag dir, er genießt das mehr als du. 100%, ich habe das richtig gesehen in seinem Gesicht. Weil, darf ich auch noch sagen, warum? Weil, ich finde es auch nicht so verwerflich. Weil ich mache das jetzt seit einiger Zeit oder so, Social Media, 5 Jahre oder so. Und ich sehe immer nur Zahlen. Einfach hier, da, irgendwie 1000 oder hier irgendwas. Verstehe. Und es ist voll schön, das in Person zu sehen. Das finde ich richtig toll. So, und dass du das da auf die Beine stellst, ne, die ganzen Leute und so, voll toll. Du freust dich dann noch so sehr, dass deine Zuschauer dich ansprechen, dass du auch fragen musst, ob die mal kurz ihren Führerschein oder Perso rausholen können, um herauszufinden, wie alt die sind. Nein, einer hat mich auf eine Yacht eingeladen. Das stimmt. Ich wurde auf ein Segelboot eingeladen. Da kann ich ja fragen, also nur, safe, falls ich später noch Segelboot fahren will, genau, frage ich ja lieber mal. Theo wollte dann später an dem Abend noch Segelboot fahren, auf jeden Fall. Gut, dass ich nicht gemacht habe. Ja. Ich musste ihn überzeugen davon, er wollte. Dann haben wir dann Flaschendrehen gespielt. Ja. Aber er wollte mit eigentlich Segelboot 10 fahren. Boys und 2 Girls. Ja. Aber er wollte eigentlich Segelboot fahren. Ich musste ihn überzeugen, dass sie das nicht macht. Nein, das stimmt nicht überhaupt. Aber ich habe euch inspiriert, ne? Ihr habt dann Pflicht oder Pflicht gespielt. Ja, du wolltest auch noch kommen, bist nicht gekommen. Aber Pflicht oder Pflicht? Wir waren tot. Ich habe 2 Stunden geschlafen. Stimmt. Ich lag auch im Bett. Ich bin eigentlich hingekommen. Du bist aber gekommen, dann wurde dein Zeh gelutscht. Und nach 10 Sekunden hatte Paul meinen Nippel im Mund und Theo musste bei 10 im Mund nehmen. Ja, ich habe das Video gesehen. War eine gute Zeit. Dann dachte ich mir, gut, dass ich nicht gekommen bin. Wieso? Aber hier trotzdem gekommen an dem Abend, oder? Nee, wir waren wirklich schlafen, meine Freundin und ich. Irgendwas wollte ich noch gerade sagen. Die Schweiz, lass mal jetzt kurz noch über Schweiz reden, ganz schnell. Okay. Weil Montag, dann am Wochenende ist ja schon Schweiz, ne? Wenn jetzt Montag kommt Podcast, dann am Wochenende ist ja schon Schweiz. Wenn wir echt jetzt wandern gehen, verstehe das Ganze ja, nicht. Ja, also 15. Auftritt und 16. Beide Tage. Boah, dann kann ich ja überhaupt keinen Kater haben. Ist das ein Freitag, Samstag? Ja, wahrscheinlich, ne? Ja. Willst du Sonntag wandern gehen? Sonntag, Montag wandern. Wo? Ja, keine Ahnung, du wohnst in der Schweiz. Sollen wir in meine Ferienwohnung? Kann man da wandern? Lags. Ja, wir könnten es machen. Kommt ihr beide mit? Cenk, bitte komm einmal hier ein bisschen Natur, ein bisschen mal. Wir können innere Mitte. Da können wir unsere Videosquartett drehen. Diese, einfach mal einmal Natur durchatmen, dann weiter Tour. Einmal durchatmen. Sonntag, Montag. Ich weiß halt aber nicht, ob ich kommen kann. Du kommst, ihr kommt meine beide. Meine Schwester hat Geburtstag. Ja, am 15. Ja. Nimm die mit. Kannst doch. Ja? Nein, die ist. Django Squad Tour. Die ist eine erwachsene Frau, die lebt ihr Leben da, die hat keinen Bock auf so. Ja, das ist die auch. Und jetzt? Ja, aber die kommt nicht. Die wird nicht kommen. Theo ist auch eine erwachsene Frau. Ja, aber du könntest ja 16. kommen, oder? Machst du einen? Ja, aber dann muss ich alleine nachkommen, ist auch cringe. Mein Gott, einmal eine andere Stadt. Es ist peinlich, alleine am Flughafen zu sein. Welche Städte machen wir denn? Welche Städte? Basel und Zürich, oder? St. Gallen, Thun und Zürich. Alter, 3 stimmt, Städte. Eine Doppelshow. Wir haben an dem Samstag eine Doppelshow. Ja. Nee. Rockstar-Shit. Alter, darf ich mit Tourbus?
Wir haben einen Neunsitzer-Bulli haben wir. Kannst du mit auch? Das wird so geil. Komm mal mit, bitte. Ja, ich überlege, wie ich das mache. Und dann mit Reiserucksack, also so Wanderrucksack, und dann gehen wir da ein bisschen in die Berge irgendwie. Und dann gehen wir auf Bergspitze und halten unsere Schwänze. Dann würde ich nicht Auto holen gehen, wir fahren mit Zug und Bus rauf. Das dauert ein bisschen länger, aber das wäre nicht der Hassel mit hin und her fahren. Ah, ohne Auto schon scheiße, sag ich ehrlich. Ohne Auto schon scheiße. Lass mal mit dem Tesla runter in die Schweiz fahren. Kleinen Roadtrip. Mietauto? Dein Tesla. Für, dann nehmen wir Mietauto. Ja, einfach 6. 6 hier, M4 oder was du da hattest. Dann fahren wir einfach. War geil. Aber dann können wir echt drüber fahren. Oh, da muss ich Mama und Papa sagen, dass ja, aber am Flughafen sein. Nehmen wir. Ja, ja. Da muss ich irgendwie jetzt an den Schlüssel kommen. Können die den nicht da irgendwo verstecken? Sollen wir die Planung mit 100.000 Leuten machen, die gerade zuhören? Oder ja, sollen wir das nachher machen? Aber sag am besten noch, wo die den verstecken, den Schlüssel einmal. Und wo genau wir hin. Verstecken wir den denn? Scheiße. wir machen das mit Paddy. Paddy holt den. Und dann kommt Paddy auch mit. Krass, ne? Ich sag einfach, wollen wir das mit 100.000 Leuten besprechen? Weil 100.000 Leute hören das. Wie krass ist das? Cool. Mindestens 100.000, meinst du? Wahnsinn. Krass. Das ist auch schon krass, ne? Ey, ich habe auch ein Video gesehen, das fand ich irgendwie voll unnötig, wo jemand gesagt hat, so viel zu, das ist die hintere Perspektive von Jengos Show. 200 Leute, aber da waren ja 800 Leute oder sowas. So 600 haben Tickets auf jeden Fall, also 600 waren das. Ja, hier vom Steinhude gab es auch einen TikTok. Bro, also wenn man du kommst da hin? Das war beim Intro, wo ich mir denke, wenn du beim Intro da hinten irgendwo in der VIP da hinten irgendwo chillst, dann hast du auch verloren. Bro, warum kommst du dann? Also warum holst du den Ticket, warum kommst du da hin? Wenn du nicht vorne einfach zu Crowd gehst und da, weil, das, ja, tut mir leid, dann solche will ich auch gar nicht zu meinen Shows. Das ist so ein bisschen machen. Wie bei Dylan, der hat jetzt so ein, what the fuck? Von einem Schweizer Vlog praktisch, wo er dann Bergklettern war, wo die auf die Zugspitze gewandert und geklettert sind, hat er einen langen Vlog hochgeladen, wo er dann auch nur so einen Joke gemacht hat, so, oh ja, hier bin ich fast gestorben. Und so ein alter Dude, 40, 50 Jahre, kommentiert bei ihm, heul mal nicht so rum. Er geht so auf seinen Account und dann hat er tatsächlich auch einen Vlog oder sowas gepostet, wie er auf die Zugspitze gewandert ist, dieser alte Dude, und hat dann richtig darüber gemeckert, wie seine Lunge schon brennt und dass er gleich kollabiert. Also irgendwie ganz oft, die Leute, die sowas kommentieren, projizieren richtig viel. Habt ihr schon mal so einen richtigen Hate-Kommentar abgelassen? Ich noch nie. So, nee. Ich mache so Kommentare, die einfach so witzig sind, die so ja, Leute triggern, auch. Aber auch nicht auf sowas Bescheuertes. Ich bin immer, ich verspüre diese Wut, dass dich etwas so krass provoziert, dass du irgendwas dazu sagen willst, aber dann schreibe ich es trotzdem nicht. Deswegen verstehe ich nicht, dass die Motivation dahinter ist, dann wirklich durchzuziehen. Ich frage mich dann wirklich, was passiert dann mit dir, dass du das dann machen willst? Und mir ging es auch schon sehr schlimme Phasen in meinem Leben. Hab's trotzdem nie gemacht. Ja, da musst du schon echt abgefuckt sein. Ja. Aber vor allen Dingen musst du abgefuckt sein, da irgendwo hinzugehen, da macht jemand eine Tour, da macht sich jemand Gedanken, baut da eine Bühne auf und so, dann filmst du das und sagst irgendwie Scheiße. Ist so. Der hat ja noch dein Ticket gekauft. Ja, der hat ein Ticket bezahlt. Also, komm doch dann da vorne, geh doch ab einfach in der Crowd, hab doch Spaß. Ja, warum stehst du hin und machst ein Intro-Video und beschwerst dich direkt so. Aber ich glaube mittlerweile, dass es denen, die theoretisch kann es sogar sein, dass die auch dann noch ein Bild gefragt haben, die dich mögen, aber die denken so, ja, die klickst nämlich mit. Ja, so, kann so, auch sein. So sind die Leute heutzutage. Maybe. Ja, ne? Ja. Das kann echt sein. So, das TikTok nehme ich trotzdem mit, wo das so keine 500.000 Views kriegt oder so. Er soll erstmal gegen Strauß kämpfen und dann sehen wir weiter. Das ist lustig. Oder du machst das zu deinem eigenen Ding so mäßig, dass du sagst so, film mal von hinten und boot mich so aus. Das hat Olli Schulz gemacht damals bei seiner Comedy-Stand-Up-Tour, dass die ihn so ausgeboot haben und er so von der Bühne gegangen ist. Das Internet und das aber hat richtig so viele... blöd, die würden das glauben. Ja, ja, aber das ist dann viral gegangen irgendwie in, keine Ahnung, was weiß ich. I don't give a fuck. Ich weiß, wie diese Stimmung ist. Ich weiß, dass die vorne abgehen, coole sind. Und fand's wenn ich geil. Spaß hatte und die Leute vorne Spaß hatten und mir Leute sagen, ey, das war einer der krassesten Namen, die ich hier hatte, dann reicht mir das so. Dann. Wie viele Tickets sind da? Wie viele Leute sind da? Schweiz jetzt? Boah, ungefähr? Da fragst du mich was. Ich weiß die einzelnen Zahlen nicht, aber letztes Mal waren wir Zürich, Sektor 11. Sag mal ehrlich, wie war die Show da? War geil. Ich hab's mir sehr gespaßt. Das war echt einer der krass. Das war zweite Show der Tour. Mhm. Aber die Stimmung war echt, Zürich ist so irgendwie voll dankbar, wenn man da so hinkommt. Cool. So. Ich hatte auch von dir ein Video davon, Intro, wo du reingelaufen bist. Das war doch die allererste Show nach Bremen. Da hatte ich auch ein Video davon gepostet. Und da hatten alle damals gepostet, dass sie das nicht verstehen, wie Leute sich Tickets gekauft haben. Da war es genau umgekehrt. Alle haben geschrieben, wieso kauft sich jemand Tickets dafür? Weil es halt so voll war. Und dann haben die das halt geschrieben. Jetzt hat es sich so geändert. Jetzt machen die von denen. Also die finden immer irgendeinen Weg. Die gehst doch sowieso im Club meistens am Wochenende. Und das kostet ja nicht ein Ticket jetzt. Normalerweise so ein Club zahlen meistens. Manchmal kosten Tickets nur 5 Euro oder 7 Euro.
dann wenn ich komme und da mit denen alle Party mache und die alle Spaß haben, ich hätte mir früher gewünscht, dass es irgendwie ein cooles gegeben hätte, der da einfach coole Lieder spielt, mit den Leuten abgeht und Stimmung macht so. Weißt du, dann mache ich das jetzt und ich kriege so von den Leuten so, yo, ey, das ist cool und ey, voll geil und ne, ich mache da so mit den Leuten so, connecte mit denen, verteile Weißwein, die haben Spaß. Und dass sich dann auch Leute manchmal so beschweren in den Kommis, so, weißt du, sitzen zu Hause, teilen sich zu sechs eine Shisha und schreiben dann einen Kommentar, wie kann man dafür Geld ausgeben, so, weißt du? Unfassbar. Deswegen war ja auch dieses Lied mit da drin, wir haben Spaß und ihr nicht, weißt du, wo das alles ist. Das ist halt extra mit reingenommen, weil, Bro, so, weißt du, so, I don't give a fuck, wir haben da Spaß so und sammeln Erinnerungen und haben eine gute Zeit und Leute sitzen zu Hause, keine Ahnung, gucken 10 Folgen Netflix irgendwas und schreiben diesen Kommentar. Ja, oder schon alleine, wenn du normalen Clubbesuch betrachtest, da ist ja schon ganz oft, selbst wenn es ein voller Club ist, die meisten Leute, es gibt ein paar Ausnahmen, wenn gerade irgendwie der Vibe da in einem Club mit der Musik und mit dem DJ irgendwie alles passt, dann ist das schon eine gute Stimmung. Aber wie oft, also 90% meiner Club-Erfahrung ist so, dass alle sich irgendwie gefühlt langweilen. Ja. Und wenn dann da jemand steht, und ich habe ja auch so in irgendwelchen random Berliner Clubs, kam ja irgendein Musik-Act, der da einfach nur seinen Song performt und dann irgendwie nur chillt und gar keine Stimmung macht. Ja. Und das sieht eher awkward dann alles aus. Aber wenn dann da jemand so steht, der dann richtig Energy mit reinbringt, dann fällt es dir auch voll leicht, dich da so reinfallen zu lassen und einfach mit Spaß zu haben. Hast du gut gesagt. Weil ich bin ja selber so jemand, der dann 10 Beweggründe braucht, um erstmal sich da wirklich fallen zu lassen im Club. Full. Dann stehe ich da nur rum. Ja, ach man. Deswegen machst du gut, Digga. Lass dir ja nichts vorwerfen. Ja, am Dilla. 100%. Ach, keine Ahnung, gibt auch viel so Motivations- Business Coaches auf TikTok, die irgendwie dann so, weiß ich, habe ich manchmal so Videos stitchen von Mädels, die irgendwie Spaß im Club haben oder Typen und sind so, was macht ihr im Club? Ihr könnt zu Hause sein und Millionen machen. Und so, Junge, lass die Leute auch Spaß haben. Genauso wie bei deinen Shows. Die gehen doch dahin, die haben da Bock, Spaß zu haben. Wen juckt's? Ja, der kapitalistische Albtraum. Und das ist literally der kapitalistische Albtraum. Ja. Genau das. Die sich judgen dafür, Spaß zu haben. Weil man könnte ja währenddessen Millionen scheffeln. Wen juckt's? Ja, ich gebe so einen Fick. Wir haben so viel Spaß. Ich war im Megapark zweimal schon. Die Leute rasten aus, die Leute haben Spaß. Die Leute sind gut drauf und deswegen. Safe, der Rest ist du hast dich so, für mich zu rechtfertigen einfach. Oh. Überhaupt nicht. Django Squad, was ist denn dein? Hast du so ein... Wir haben erstmal über eins überlegt. Wir hatten doch mal eins Chaos Crew, da hatten wir das, eigentlich können wir dasselbe übernehmen. Chaos Crew! Alter, das ist wie Criminals Crew. Es gibt so, wer kennt von wem jetzt geklaut? Lass das kennt ihr, kennt ihr zwei Tänzer, Le Twins? So zwei Zwillinge? Jo, so mit Afro. Ja, ja, ja. Das waren damals meine Lieblingstänzer, weil ich habe damals auch getanzt und so und ich war übel obsessed mit denen, habe jeden Tag Videos von denen geguckt. Wie heißen die? Ja, Le Twins. Le Twins, ja, ja, genau. Und das war ganz damals, da war ich so 18 und sowas. Also ganz damals, schon lange her. 1900. Das ist leider echt lange her. Und dann einmal haben die im Rush Hour in Dortmund halt performt. Geil. Weil die hatten so Clubauftritte. Und dann habe ich mich extra von meinen Kollegen fahren lassen, bin da übel abgegangen, war so richtig, so wie wenn du so deine Celebrity-Crush mit Eastpack-Bauchtasche das erste Mal siehst, so in meinem Magen hat sich alles umgedreht und so. Krass. Und dann haben die da wirklich so einmal kurz hochgeguckt zu mir und ich mache direkt so, deren Crew-Zeichen, weil damals deren erste Tanzcrew hieß Criminals Crew. Und dann mache ich so, er sieht das, Larry heißt er, der macht dann so, Und dann die Mädchen vor mir, so neben mir, gucken sich nur so an, lächeln so. Und ich so, nein, ihr Fotzen, er meinte das zu mir. Oh. Ich war richtig obsessed mit dem. Richtiger Fanboy, ist richtig, wie ein Fangirl war ich. Nein, ich habe nicht gesagt, nein, ihr Fotzen, er meinte das zu mir. Ich habe die nur ganz hart gejudged. Deswegen, aber das Zeichen, theoretisch... Vielleicht können wir auch so theoretisch machen. Theoretisch so. Vergeben. Hast du schon eins für dein? Ja, das würde ich jetzt, so würde ich jetzt nicht machen. Das ist ja Theos Version. Ich mache auf der Bühne die ganze Zeit so. Hast du einen für deinen? Was? Totalschaden? Irgendwie so. Tee? Nee, den mach Tee ich für nicht. Theo? Nein. Hast du Theos Totalschaden? Ah, jetzt. Was hast du denn? Deswegen Theos Totalschaden oder? Nee, Totalschaden. Wie meinst du? Ja, TT. Ich habe jetzt fast auf allen Kanälen nur Totalschaden. Wie geil ist das? Nur den als Handle. Gibt's hast du bekommen? Ja, fast gab's überall. Nicht? Ja, nee, gab's. Ich musste mit Instagram und so weiter. Echt? Instagram sind wirklich korrekt im Support, muss ich sagen. Hast du auch TikTok bekommen? Nee. Hm. Was hast du denn da? Totalschaden.mp3. MP3? Cool. Das wollte er auch, guck mal, anfangs hat er mir so die Namen geschrieben, er wollte Totalschaden MP4, weil er Videopodcast, oder MP3, wegen Audio. Auch cool. Ja, ich habe auch gesagt, er hat mich auch gefragt, ich meinte auch MP4. Ja, safe. Aber MP3 ist cooler, ne? So ein bisschen oldschool. Ja, oldschool-mäßig. Ist ja so ein bisschen oldschool mit meiner Schrottkarre und alles. Ja. MP3 ist cool. Ihr habt doch alle auch MP3 Ich finde es auch cool. Du hast die richtige Entscheidung getroffen, immer in deinem Leben, Theo. Ich unterstütze dich bei allem.
Sehr Eduard gut. Denkt immer, ich hätte, aber stimmt wahrscheinlich auch. Ich würde wahrscheinlich echt ein cooles Leben führen, würde ich immer auf Eduards Ratschläge hören. Nein, Quatsch. Auf deine auf jeden Fall. Ja. Ich habe durch Julie angefangen, Reels zu posten. Hat auf jeden Fall ziemlich gebockt. Bei mir auch. Ja, ich muss das auch mal wieder regelmäßig. Auch seinen Namen. Ab und zu sollten alle mal ein bisschen mehr auf mich hören. Ja. Aua, ey, ich habe Rücken. Ja, aber Theo, meine Ratschläge beziehen sich mehr darauf, dass er, wenn er aufhören soll, mir in mein Zimmer jedes Mal zu kommen und sagen, oh, ich will endlich eine Beziehung. Dann sage ich mir so, ja, okay, Junge. Dann hör auf, dich so und so zu verhalten. Und Junge. Dann wirklich buchstäblich am selben Abend kommt dann eine Random Girl. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Das ist erstunken oder los. Nein, nicht, okay, Random Girl ist böse, aber ein Mädchen, das du schon kennengelernt hast, wo du gesagt hast, mit der wird es nichts, die kommt dann wieder. Aber das ist nur für alle Leute, die das hören, schon Monate her. Also ja. Das ist nichts Aktuelles. Nein, das ist schon easy Jahre her. Aber ja. Vor 3-4 Jahren, als es schon zwei Wochen runter. Oder so. Es wird langsam bei euch echt dunkel. Auf einmal. Ja, auf einmal, jetzt willst du abbrechen. Ja, jetzt ist der Autofokus da. Ja, wir können auch gerne weitermachen. Was sagt denn der Tacho? Halt ein Stündchen, das ist ja nix. Ein Stündchen 10. Joe Rogan nimmt also drei. Ich habe keinen Zeit. Ich dachte, jetzt locker 2,5 Stunden, dachte ich. Aber da, ich muss man, da merkt man, dass wir wahrscheinlich nicht so interessante Persönlichkeiten sind und nicht allzu viel zu erzählen haben. Wenn ein Joe Rogan wahrscheinlich jedes Mal 3 Stunden einfach mit Leuten eine Konversation führen kann. Aber der Riesenunterschied, die gucken sich Sachen an. Was? Der bereitet mit seinem Team. So doch, der bereitet mit seinem Team so Sachen, dann gucken die hier so einen Clip oder so und dann reden die darüber. Der ist so ein Skriptopfer wie Theo. Meinst du? Nee, soweit ich weiß eigentlich nicht. Ich glaube, ich habe mehr Joe Rogan geguckt als ihr. Ja, aber du weißt ja nicht, ob der ein Skript hat. Der lernt das ja auswendig. Habt ihr den 20-Minuten-Monolog gesehen von Kanye West? Joe Rogan stellt so eine Frage. So, tell me, what's going on right now? 15 Minuten, krass. Joe Rogan sagt kein Wort. Okay, dann schreibt sich das Skript halt von alleine. Dann ist er ja praktisch für ihn. Ja, stimmt schon, auf jeden Fall. Wie findet ihr Theo Vaughn? Lieb ihn. Kenn ich nicht. Kenn auch nicht. Echt, krass. Ne? Der ist übertrieben. Einer der Personen, die, einer der wenigen Menschen, finde ich, gerade im Internet generell oder halt auf der Welt, die wirklich seltene, unique Gedanken haben. Was macht der? Der ist einfach übel der Stand-up Alabama Redneck, also Florida Redneck. Und der ist halt ein Stand-up-Comedian, aber hat einen Podcast auch und ist auch oft zu Gast bei irgendwelchen Leuten. Und der ist so weird, der hat so komische Gedanken. Ganz, ganz das krass. Kannst du nicht mehr beschreiben irgendwie. Du kannst es nicht wiedergeben. Du guckst ihn einfach an und manchmal heulst du vor Lachen, manchmal schmunzelst du nur. Und manchmal bist du auch so, aber einfach voll verwirrt. Was suchst du gerade? Theo Vaughn, best moment. Ja, das passiert, wenn man nicht über Arschlochlecken redet, sondern über wirklich. Ja, also hast du jetzt schon gemacht oder nicht? Fuck. Lass mal hören. Redet einfach mal kurz ein Sekündchen über irgendwas. Redet ganz kurz über irgendwas. Kurz. Ist aber nicht so geil, ne? Schon. Echt? Was heißt, also geben oder nehmen? Oh, das ist eine gute Frage. Weil je nachdem ist meine Antwort dann auch anders. Fuck. Also Spaß. Hä? Ist natürlich nur Spaß. Wenn ihr diese Stand-Up-Comedy gerade raussucht, wart ihr schon mal bei einer Stand-Up-Comedy-Show? Nee, leider nicht. Nee. Doch, bei Johnny. Zählt das? Zählt Johnny als Stand-Up-Comedian? Mittelfinger auch an Johnny. Fick dich und Paolo fick dich auch nochmal. Nee, Johnny hat... ja, stimmt, der einmal Stand-Up-Comedy macht, aber so eine richtige, Johnny ist ja gut, aber full professional, Stadion oder so, Stand-Up-Comedy. Nee. So, nee. Würde ich euch mal echt empfehlen, das ist echt cool. Bei wem? Sagt nicht Stefan Raab. Felix. Nee, ich war bei Michael Mittermeier, ich war bei Felix Lobrecht auch und bei Fabi Rommel. Halt jetzt ein paar Mal bei Stand-Up-Comedy, das sind so kurze Bits. Geil. Das sind so keine Comedy-Shows. Wir müssen mal gucken, es gibt ganz viele kleine Comedy-Pubs sozusagen in Berlin. Ja. Manchen zahlst du auch nichts, dann am Ende zahlst du einfach, was du möchtest. Und in manchen sind es so 10, 15 Euro, Bro, und du hast eine Stunde echt witziges Programm. Ja, ich finde es auch geil. Digga, du kommst raus, hast Bauchschmerzen und du weißt ja, dass wenn du lachst, dass du einfach Glücksgefühle aussprühst und das tut echt gut. Ja, oder so wie Matt Rife bei diesen kleinen Comedy-Pubs, ist halt geil, wenn der Comedian dann halt mit den Zuschauern interagieren kann auch. Ja. Soll ich kurz noch einen Clip von Theo Vaughn irgendwie oder ja, so? Ja, komm. Ist halt Englisch, ne? Probier mal. Ja, das ist ganz schwer dann bei Django. Also das ist richtig lang gesucht, wenn der scheiße ist, Theo. Ich hoffe, der ist gut. Ach. Ich finde ihn geil. Ah, ja. Schick dann einfach den Link, da könnt ihr es reinschneiden. Because it's easy, it's a starter move. If you attack somebody bigger, if you eat somebody bigger in front of other people, it's going to alarm people. You got to eat a small person, so stature is important. I think if you gum down a Viet, people aren't going to be that upset at you. Vietnamese people are going to be super upset. What are you talking about? No, somebody's dad. Yeah, they're more understanding of things, dude. Is this the character you're playing?
No. Mach mal den Clip mit dem Hotdog-Spiel. Ja, jetzt habe ich den schon erzählt. Also erklärt mir das kurz. Der hat gerade gesagt, dass wenn ein Flugzeugabsturz ist, wie überlebst du die Situation? Wenn man als erstes isst? Ja, gesagt, ich würde als erstes den Vietnamesen essen, weil die verständnisvolles Volk sind. Ah, der hat einfach komische Gedanken in seinem Kopf irgendwie. Und die aber das ist auch noch so ein relativ, man kann sogar noch verstehen, wie man auf den Gedanken kommt, aber manchmal sagt er Sachen, wo du gar nicht nachvollziehen kannst, null, wie man da drauf kommt. Ja. Und es macht trotzdem dann aber Sinn, so wie er es erklärt, so halbwegs halt. Ja. So von seiner Logik aus. Funny Dude irgendwie, ja. Ja. Bestimmt auch super problematisch, naja. Ja, wie die meisten problematisch Amis. Ist auf jeden Fall. Deine Message. Mittelfinger an Paul Muck. Fick dich, Paul Muck. Paul Muck, das wird die Folge. Und scheiß auf dich, Johnny. Mittelfinger an Paul Muck wird die Folge. Und wenn der die Folge... Schau vor, weißt du, er strollt dann da so rum und sieht das. Folge so. Online, Mittelfinger, was? Geht da drauf und guckt sich die ganze Folge. Eine Stunde 20 Uhr, ey, bei Gott. Kommt erst so. Wir lästern einfach nur noch über Paul Muck dann. Lass auch so, wenn wir das announcen, so als Swipe, die von den Bildern einfach ein Bild von Paul und Muck nehmen. Ja, deine Message. Ja, das Internet. Ich finde, ihr dürft euch niemals im Leben unterschätzen, weil im Notfall würdet ihr es alle schaffen, Straußen zu besiegen. 2,80 Meter. Eine sechste Message mittlerweile? Ist ein Spruch, siebte. Also, oh mein Gott. Bei Gott, ey Leute. Er war jetzt einfach so in 9% der Folgen dabei. Ja, und ihr bei mir in 9% der Folgen wahrscheinlich. 100% gerade, was redest du da? Ah ja, stimmt. 100. 50. Noch nicht, also sozusagen ja, aber noch nicht. Aber du bist auf jeden Fall die Nummer 2. Ja, perfekte Ankündigung, by the way. Scheiße. Oh, ja, Eduard ist der zweite Gast. Wer hätte es gedacht, ja. Leute? Huiuiui. So, was und das war's auch mit Theos Podcast, weil er keine anderen Freunde mehr dir einladen kann. Das ist wieder wir dran. Und dann wieder Eduard. Und dann machen wir einmal zusammen. Vielleicht kriege ich Marek Fritz einmal. Mal sehen. Ja, sag jetzt. Einmal mit deiner Mom. Aber dann ist wirklich Präparatur ausgesorgt. Dann hast du keinen mehr im Petto. Auf einmal sitzt ein Hund da. Das wäre irgendwie geil. Eine ganze Folge nur mit meinem Hund. Ja, das wäre so richtig geil. Das ist lustig. Aber Mitte, ich frage den Fragen und so und tu auch so, als würde er antworten. Das ist interessant. So mit Untertiteln, was er so sagt. Folge mit meinem Hund mache ich 100%ig. Und Tobi muss das schneiden, voll abgefuckt, Digga. Er hat keinen Bock mehr. Halt das Mikrofon richtig in mir. Du Wichser, halt das Mikrofon. Bleib doch hier. Okay, Theo, deine Message, komm. Scheiße. Ich hab so einen Bauchschmerz. Es ist auch ein Spruch von Theo Vaughn, der hat mal gesagt, manchmal weiß ich gar nicht genau, ob ich wirklich lebe oder eine To-Do-Liste abarbeite. Kümmert euch drum, dass ihr lebt und nicht eine To-Do-Liste abarbeitet. Stark. Genau, geht am Wochenende feiern. Django's Tour. Tickets in Bio hier oben irgendwo, ne? Ja. Ja. Tickets für Boxkampf auch Bio oder irgendwo. Und meine ist, nothing in this world that is worth having comes easy. Übersetzt heißt das, nichts in dieser Welt, das es wert ist zu haben, kommt einfach. Sonst wäre es nicht habenswert. Oder? In dem Zuge noch eine kleine Message von mir. Wenn ihr die Übersetzung gerade gebraucht habt, dann würde ich dringend euch doch auf Schule und Karriere fokussieren. Vor Django's Abschluss in Worten, falls ihr Bock habt, jetzt noch ein bisschen weiter Podcast zu hören von uns drei Idioten, könnt ihr einmal auf meinen raufklicken. Ja, der ist auch oben verlinkt. Könnt ihr total Schaden heißt der. Und wir haben keine Umfrage gemacht. Wen mögt ihr am meisten jetzt nochmal als Umfrage? Könnt ihr hier abstimmen unter dem Podcast, unter drunter. Okay, okay. Mal, ne? Ja. Wen mögt ihr von uns am meisten? Ich liebe euch alle so sehr. Ja, du Wichser. Ich nicht, ich hasse es, wenn ihr mich anspricht. Wahrscheinlich gewinnt ihr jetzt. Ihr müsst dran denken, dass jetzt keiner, oder Memos gesagt hat, dass er mich feiert, von dem er, also jetzt... Nein, nimmt mich. Wir müssen nimmt jetzt einfach, kompensieren. Ey, seid einfach mal, lass mal machen. Guck mal, jeder 100 Euro und wer gewinnt, kriegt das Geld. Jeder kriegt jetzt... Jeder kriegt jetzt nein. Noch, doch. Jeder kriegt jetzt nochmal 15 Sekunden, um zu nein, sagen, nein, Digga, wieso dann werdet ihr ja, okay. So wie Klassen, wenn man Klassen, wie heißt das da? Präsidentschaftswahl jetzt. 15 Minuten Wahlkampf, los. Diego, fang an. Ich fang an. Leute, ihr wisst, ich liebe euch alle. Junge, das war ich euch nicht, ich könnte euch voll auf voll rein. 15 Sekunden. Ich brauch da gar nicht viel zu sagen, Leute. Ihr wisst, ich liebe euch alle, ich mache die Tour für euch und werdet einfach, nimm mich safe. Ich brauche da nicht viel zu sagen, die werden mich alle nehmen. Vorbei. So, Julie, jetzt. Eins. Ich bin hier, wegen mir gibt es dieses ganze Projekt, also ist alles auf meinem Haufen gewachsen. Zweitens, ich werde euch nicht dazu bringen, mir für mich zu voten. Wie, vorbei, das so? Stopp! Theo! 15! Siehst du, aus diesem Grund müsst ihr für mich wählen.
Weil ich hier unterrepräsentiert bin. Nein, ich kriege nicht genug Sendezeit. Theo. Leute, ich hab euch lieb, ich mach das schon vor lange. Ich hole euch gerne ab in traurigen und schönen emotionalen Momenten. Ich bin für euch da. Wir leben alle das gleiche harte Leben und so. Ach, keine Ahnung. Und ich brauch das Geld. Ich finde ganz komisch verdrehte Dynamiken hier. Warum, die Frage ist eher, warum sollte ich euch cool finden? Ich kenne euch doch gar nicht. Ja. Ja, weniger als 5%. Oh, stopp. Nochmal einmal Mittelfinger an alle. Lass Paulo Muck nehmen. Können wir noch einen Mittelfinger an Paulo Muck nehmen, dass wir das wählen können? So. 50.000 Klicks auf Paulo Mucks Mittelfinger. So Weltrekord auf Spotify. Das ist so random, dass Paulo Muck hier einfach so Mittelfinger. Arme, ey. Oh Mann, ey. Was der immer gerade macht. Können wir den mal anrufen oder so mit FaceTime? Jetzt? Kannst du den mal für FaceTime anrufen? Einfach, ich will mal sein Gesicht jetzt gerade sehen. Der ist gerade in New York. Welche Uhrzeit haben die jetzt? New York, ist ja gut, ist gut. Ist ja, mittags. Weil wenn er, wir sagen ihm jetzt einfach, Paul, sag einmal Mittelfinger an Paulo Muck oder so. Einfach nur nicht sagen, dass wir ihm. Wir wollen ihn einfach nur anrufen. Okay. Er ist halt in New York, ne? Ich weiß nicht, der aber du hast auch normal FaceTime, ne? Ich glaube, du musst über WhatsApp machen. Mehr machen. Nee, ist gleich. Ich mach einen Unterschied. Nee, der ist in New York gerade. Schade. Ich hätte gerne. Der witzig gewesen. Hallo. Sorry. Okay. Krass, ja, das war's. Dann war's das jetzt. Lasst 5 Sterne da. Guckt seinen Podcast, kauft seine Tourtickets, kauft meine Boxkampftickets. Hast du irgendwas? Benutzt mich als Wix-Vorlage anscheinend. Cool. Danke. Bis dann. Ciao.